So. Menschenskinder. Dam, 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 dam. Ich, das sollte doch live sein, ja, bestimmt. Ich mache doch keine Fehler und drücke außerdem nicht auf den Live-Knopf, oder? Nein, nein, ich bin professionell. Da Stream Elements bestätigt das sehr schön. Mich selbst nehme ich auf, ja, okay. Das tue ich, das passt, das kann ich so lassen. Ich mache es ein bisschen lauter, weil warum nicht? Damit man mich auch gut hört. Ist mich zu laut oder nein, es passt. Zack, Spiel. Einzelspieler Koop. Koop kommt irgendwann mit Blues. Einzelspieler ist das, was ich mich erstmal, dass ich mich erstmal heranwagen soll. Zeit zum Leiden, ja. Leiden ist eine Stadt in den Niederlanden, aber du kannst auch bei mir leiden. Ja, hallöchen Time, wie geht's dir? Guten Morgen. Ihr Überstand dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Okay, ich schaffe das Tutorial, okay. Interessante Wohnung. Mikrowelle, Kühlschrank, An der Bett, Wand befindet sich Telefon. ein Gemälde. Ja, Denn ich das weiß. ist Hier. Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Ist Wenn das Sie den sowas wie Buzzer Lake? hören, bewundern Sie die Kunst. Ich bewundere die Kunst. Ich bewundere die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Danke. Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay. Hi Xenokron, wie geht's? Guten Ah, dieser Morgen. Sound. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren, Hallo? dass alle Jemand da drin? Testsubjekte das Enrichment Center umgehend verlassen Hallo? müssen. Alle Machst Testsubjekte sind zu Hallo? diesem Heute Zeitpunkt noch? noch im Irgendwann Hyperschlaf die Tür und auf? werden damit automatisch eingeleitet, Hallo? die Kannst. Zerstörung Nein? dieser Anlage im Hyperschlaf zu Kannst du überdauern. die Tür Bei aufmachen? Fragen Es oder. wird. Soll ich Ah, das du tun? siehst Hi. furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Was bist du? Sachen. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, Freundchen. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Nein, Space. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Space ist, wenn wir springen. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Was? Na? Na schön, ich wollte es dir Was? eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in Was? der Klemme. Was? Wie geht's dir da unten? Hältst du die Ah, Stellung?
Die Reserveenergie ist alle. Was und darum deckt das hier? Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte! Das ist nicht die Mikrowelle, nicht die Mikrowelle. Bleib hier. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich meine, so das Ding, ich fahre halt nicht durch. Ich muss hier erstmal durchkommen. Au. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Du fährst einfach rein, ja. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Was? Was kann ich hier raus, bitte? Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, was? Was? 1. Warte doch. Ich bin noch nicht durch. Bin ich hier in Teil 1 gestartet? Nach oben schauen und nach unten schauen. Ausreichend Fitness, super. Ey, Tami, ich hab das erste Rätsel gelöst. Nach oben und nach unten schauen, super, oder? Ich hab's immer noch nicht geschafft, mit einem Portal 2 einen Korb zu spielen, der Korb noch nicht gespielt hat. Ich könnte es zwar tun, aber ich habe Blues versprochen, der mir das Spiel auch gekauft hat, es mit ihm zu machen, deswegen muss ich das mit Blues tun. Kommt mir so bekannt vor. Also der Kirnschaden ist bei mir nichts Neues. Wie sahen denn die anderen Leute aus, die das letzte Mal da warst? Ich hab nur mich gesehen, ich hab keine Ahnung. Relativ tot. Also ich war lebendig. Hallo. Oh, da bin ich immer noch nicht. Ich bin immer noch weiblich. Okay. Schön naturgebunden. Die können auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Wie komme ich hin? Mein Gehirn langt hierfür aus. Du klemmst ein bisschen. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Interesting. Hallo? Lebendig aussahen. Ach, scheiße. Ich bin ein schlechter Teampartner, Tiny. Das weißt du doch. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ich habe Angst vor dieser Stimme. Keine Sorge, ich will das eben mit jemandem machen, den ich besser kenne. Oder jemand mit Skill einfach. Ah, 19 wieder.
ein bisschen verwüstet. Es ist nicht meine Schuld. Okay, vielleicht doch, weil Gelados ein bisschen was abbekommen hat, aber prinzipiell. Auf dich soll ich draufdrücken, ja. Warum sagt mir das Spiel, was ich machen soll? Hat halt eins auch nicht gemacht, oder? Wo komme ich hier raus? Da ist irgendein Raum. Und da muss das Ding drauf. Da ist die Tür offen, nehme ich an. Welcher Knopf war das? Du warst es. Ja. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Bisschen verstopft da oben, kann das sein? Ab hinab in die Tiefen. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Mist. Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Mist. Lass mich mal durch, bitte. Na bitte, geschafft! Ach du wieder, hi. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe es. Oh! Ups. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nein. Außerdem, lebst du noch? Ja. Vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, da. Was ich mache? Ich bin nein, doch nicht. Und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Eine Stunde habe ich Zeit, sehr schön. Kein Zeitdruck, so ist das gut für mich. Du hast doch wieder einen Ersatz gefasst. Allerdings brauche ich da noch eine dritte Person für die Umarmung Ungerschaft. Sag mir nichts, kann ich dir nicht sagen, was das ist. Vielleicht will ich es irgendwann herausfinden. Danke. Du siehst ein bisschen gruselig aus, wenn ich das so anmerken darf. Wohin schieße ich denn? Ich schieße auf dich. Der hoch, wa? Spiele ich denselben Char wie im ersten Teil? Okay, die Büroräume gibt es auch wieder. Ich will den Stuhl mitnehmen, geht nicht. Oh, sad. Hallo? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Okay. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Die Rätsel sind jetzt doch noch auf meinem Niveau. Selbe Grafik wie vorhin. Passt die Spiellautstärke geeignet so? Hat man sich noch keine beschwert, ich nehme an, ja. Wenn nicht selbst schuld. Ach, also welches Möbelstück identifizierst du dich? Als Lesepult. Und ihr so? Der nächste Test ist sehr gefährlich.
Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3. Nein, 2, ich will keine Jazzmusik. 1. Mach das aus. Mach das aus. Mach das aus. Danke. Oh mein Gott. Ach scheiße, ich hab nur ein Portal. Ups. Warum zoomt das hier so ran? Komm ich da so hin? Warum zoomt das immer so ran? Ich drücke nichts. Ich schwöre. Ja, da komme ich hin. Eins. Habe ich es irgendwie falsch belegt oder so? Ist das normal? Das ist Pause, aber wo sind meine Optionen? Escape, da sind meine Optionen. Optionen. Das ist die Maus. Aktiviert Beschleunigung. Keine Tastenbelegung. WASD, Space, E. 1, 2, 3, 4. Aber ich drücke doch nicht das vierte. Ah! Ah! Aha! 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 Das ist natürlich. Und hier bist du jetzt. Sehr schön. Hi, Gidi. Brumm becheatet, wieso? Ich mach alles legal. Gidi, wie geht's dir? Hi. Mond und das andere. Da komm ich raus? Das schaffe ich. Diese Leistung schafft man hier. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Spielt uns super, dich verstehe ich minimal schlecht, so wie ich andere auch nicht richtig verstehe. Wegen meiner Aussprache oder irgendwie. Oder wegen meiner Lautstärke. Und die TTT kommt sofort. Okay. Die DDT ist, Timey hatte früher mal einen anderen Twitter-Account und hat sich irgendwann mal einen neuen erstellt oder sich umbenannt, je nachdem. Ist ja oben noch was Cooles gewesen. Was sind Formeln? Das ist eine Katze. Süß. Okay. Alter. Ich höre klasse, aber das Verstehen des Gesagten will nicht richtig. Ja, aber liegt's an mir oder liegt's an der Lautstärke? Wird das Enrichment Center mit Feuerwehren, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Timey, bei deiner Mysteriosität kann man sich auch nicht sicher sein. Da tropft es ein bisschen. 5. Kann ich hier bitte durch? Nein. Okay. Da hinten ist ein Dings. Was soll ich mit den hier machen? Die geht gar nicht. Okay, der Boden ist kein Portalboden. Kann ich hier klettern an diesen Lianen? Nein. Was weiß ich, wenn ich hier drauf stelle? Wie lange bleibt das? Kurz. Es bleibt kurz. Knopf. Oh.
holt mir diesen Block runter. Habe ich Block? Block nutze ich, um die Treppe zu machen. Ja, man kann sich nicht sicher sein, deshalb willst du auch jedes Jahr einen Fakt zu mir raushauen. Manche Fakten müssen halt daher Spekulation sein. Geht nicht anders. An mir, okay. War mir gerade unsicher. Damit kann ich bestimmt irgendwas tun. Block. Gib mir einen Block. Gib mir einen Block. Danke, Wels. Ein Fakt zu mir, ich hab's vergessen. Das ist ein interessanter Fakt. Meine TTT, also meine tolle Time Trivia, sah aber auch teilweise so aus, dass es einfach nur, hätte einfach nur sagen können, okay. Ich hab's vergessen. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Das ist gut zu wissen, sehr beruhigend. Liebe Ansager, weißt du, was ein Fakt nicht sein sollte? Spekulation. Muss Trivia ein Fakt sein? Kann Trivia nicht einfach nur Spekulation sein? Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Es gibt kein Gott. Lass mich wieder hoch. Ich will ein blaues, ein orangenes Portal. Okay, man sieht die Portale durch die Wand. Das ist irgendwas. Soll ich wieder den hier machen? Anscheinend. Jo. Kann ich hier rein? Nö, okay. Jetzt brauche ich ein Cube, oder das langt mir nicht von der Zeit. Dann kannst du mal versuchen. Cube. Da ist einfach zu. Cube. Kann ich durchschießen? Nein. Von da oben. Ups. Ups. Hallo. Jetzt echt mit diesem Ding da hoch. Ah, ich kann das einfach hochlegen. Kann das einfach hochlegen und das ist schlauer, weil es nur so funktioniert. Bleibst du da oben, Freundchen? Danke. Tiere, wir sind Fakten, ja. Aber siehe, dass es nur knallharte Fakten sind und keine Fakten, die ein bisschen den Spekulationsspielraum offen lassen. Infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ich bin die Zukunft ist verloren, weißt du das? Lieber Herr Ansager. Ich weiß nicht, wo das. Da kann ich eh nichts hinschießen. Das orangene Portal ist. Da unten. Gefunden! Ja, ich komme maximal da raus. Da drüben ist ein roter Button. Und sonst weiß ich nicht viel, was ich tun sollte. Ich habe den Cube mit da hoch. Nein!
Du kommst da hoch, Freundchen. Hallo. So, danke. Wegen meines Sports verpasst. Sad. Aber du hast noch nichts. Eigentlich stelle ich mich bis jetzt gut an. Hallo Missy übrigens. Eigentlich stelle ich mich bis jetzt gut an. Ich habe noch nichts Dummes gemacht. Komm ich da rüber? Hui. Kann ich dich mit dem Würfel kaputt machen? Nein, das war ein Versuch. Ach, da kann ich vorbeilaufen. Ja, okay, man kann es auch kompliziert machen wollen. Dann ist es ungewohnt. Morgen sehen sie schon wieder ein bisschen gewohnter aus, weil da ist wenigstens die Friseurfrisur. Die sind immer noch kurz, aber... Ja, wie gesagt, die Friseurfrisur ist weg. Was hat jetzt dieser Würfel gemacht? Das hat das Ding hochgefahren. Aha. Kann ich doch hoch? Ach, jetzt kann ich da drauf. Ja, okay. Es scheint, dass die Pumpe einen leichten Fall eines schwerwiegenden Hirnschaden. Warum? Was mache ich denn? Heute mache ich doch alles okay. Und natürlich in Ruhe. Ich hatte gerade ein paar Boosterbag aufgemacht und gerade das Rest mit dabei war. Im Boosterbag waren alles Ultra-Rare-Karten drin. Ups. Schön, dass das Beste vorm Stream schon geöffnet. So macht man das und das war nicht getroffen. Ruby, wie geht's dir? Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich kann zurück, weil ich dumm bin, aber ich da war niemand sonst. Ich würde euch hier gerne Ruby schicken, aber SSG. Schon mal weiter oben. Ich glaube, den Tipp habe ich verpasst. Ich stimme grün zu, wir wären alle viel lustiger, wenn wir alle nur in Hamburg-Dialekt oder Sächsisch reden. Was ist mit Bayerisch? Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Die UQU-Tinbox hatte ich, glaube ich, ein einziges Mal und es war damals eine schwarz geflügelte Drache-Tinbox. Denn die Karte habe ich immer noch. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Geht's? Super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Das schaffe ich. Hallo. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Du kannst nicht also, sterben. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Was? Eins. Nein, was soll ich tun? Zwei. Warte. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Was? Eins. Fang auf! Au. Sag doch Bescheid, was du vorhast, du Idiot. Ich bin nicht tot, ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Wie komm ich hin? Das Kaumir und Hamburger Dialekt. Na los, das ist das Traurige an Großstädten, dass der Dialekt verloren geht wegen zu viel Zuwanderung. Ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Das verstehe ich. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Ja, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Danke dir. Heb mich hoch und dann raus hier. Ach, du bist mit. Ja, okay. Und du bist nützlich. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Ach, das Spiel zieht den Cube automatisch durch das Portal, selbst wenn der scheinbar nicht das Portal geht. Er muss schon drauf fallen. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken.
Nein, alles klar. Wieder in die Augen schauen. Weiter, weiter. Hallo? 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 Du bist anders. Ich bin auch anders. Kann ich nicht loslassen. Ich kann dich nicht loslassen, heilige Scheiße. Was für ein Rotz. Ich müsste hier durch, ja. Oh. Oder auch nicht. Ist die coole Tin oder die Gen 1 Tin? Du sprichst mit mir. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie GLaDOS? Bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. GLaDOS? Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Mein Gehirn ist eh schon tot, das ist nicht schlimm, wenn der Körper ganz auch ehrlich, ich will das nicht tun, ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Ah, das in der Mitte kommt mir verdächtig bekannt vor. Da ist oh, sie. Oh ja. Oh, sie war ja, wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ein Pumpi. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Cool. Tja, und das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Dass du nicht Sachen anfassen will. Pfeil der Diodenpfeil, sie sind wieder okay, zurück. Die Treppe runter. Ja, Time, ich hab keine Ahnung, was für eine Box. Ich werde immer noch festgehalten, das ist super. Du hast kräftig zugepackt, uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ich bin Chat gelesen, okay. Time ist schuld. Ist hier jemand? Ich werde hier rumgeschickt. Hallo? Ich kann dich nicht mal loslassen. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Lass mich. Ich schau gerne dahinter, das ist aber nichts. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Oh mein Gott. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Bitte? Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Bäh. Mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Auf damit. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Du bist irgendwas verdammt, okay, du bist durch. Du bist ein Idiot. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Du bist Nein, eine wird Tios. Noch schneller. Wir sind frei. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig sein. Was? Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen wir sehen. Baut sie sich... Baut sie Gladys sich wieder auf? Mach das. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Bin ich hier? Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön Super. Beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet ja, hattest. Passiert. Du hast was? Was passiert denn? Was passiert denn? Oh nein, nein, nein. Wir haben beide Kannst vieles gesagt, dass dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit merke, hinter uns lassen. Bemerkt, der gut. Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Pumpi? Ja, ich schau die Story gleich. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Das war so nicht geplant. Hallöchen, Michi im Voice-Chat. Hi. Alles Liebe und Gutes am Geburtstag nochmal mündlich von mir. Danke. Ich hab grad noch einen Komplex-Schlaf. Warte, ich muss dich gleich lauter machen. Ich höre dich gerade nur so semi-gut. Da will ich erstmal wissen, wo ich hier hinfalle.
aktivieren wir die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ich will nicht beginnen wie früher. So. Jetzt. Discord. Mitschi. Laute 95%. So. Besser? Ich glaube, ja. Ich muss das Spiel wieder anmachen, aber bestimmt. Auswählen. Fertig. 2020 war Gen 1, Tin, alles klar. Nein, meine ist aus. Viel früher, 2010 oder 12, irgendwann in dem Zeitraum. Oh, muss man noch zeigen. 2009. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob die überhaupt noch über mich reden oder ob die angefangen haben, über die Rube zu reden. Das kann auch durchaus sein. Da ist was, da fallen ein paar Sachen durch die Gegend. Bei Cubes. Oh, nein, nicht du sterben. Ich will dich retten. Geht nicht, scheiße. Hallo. Da ist sie. Wo? Ach da. Warte. Da. Ja, okay. Nehme ich mir. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Wie ist mich immer noch sehr leise? Kann das sein? Ich mach den noch lauter. Ja, weiß ich nicht. Ich mach jetzt das. Ne, wer redet mit dem Pumpi? Ich? Vorhin hast du mit mir gesprochen, ja. Ja. Bist du so leise? Im Vergleich zum Spiel, ich habe das Gefühl. Chat, beschwert euch mal. Oder gebt irgendwie Feedback. Orangenes Portal, ich weiß. Ich weiß, wie der Scheiß hier funktioniert. Nach Testbeginn schreibt einzeln rein. Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ich will kein Smalltalk. Es ist was schön ohne dich. Okay. Tschüss, Michi. Ciao. Nein. Du bist nicht Gladys, oder? Dann darfst nein. Du lass mich das für dich holen. Weißt du, welche das würde mich schon hart haben, wenn ist, ich durch dich Gladys gelernt war. Habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch... Das macht hier in der Badewanne? Nein, tue ich nicht. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun. Ich kann auch mal nicht in der Badewanne sein. Dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Würde ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das von außen anhören muss. Sorry, Gladys. Passiert. Hat Max den Leggings geschickt? Ich hoffe, ja, sonst bin ich enttäuscht. Ich hab jetzt 3 Wohnanlagen. Du hast 3 Wohnanlagen. Welche davon wohnst du denn? Ja. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Sind das nicht 2 zu viel? Warum kommst du dran? Weiß ich auch nicht. Max meinte scheinbar, ich brauch 3. Max ist ein ganz schöner Wohltäter, so wie das scheint. Hat Max denn die Leggings dazu geschrieben? Nein, leider nicht. Zumindest sind keine drin. Bist du enttäuscht deswegen? Ja. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, habe ich das Gefühl. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Das freut mich. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. So. Das ist ein schönes Hobby. Da hat Michi keine Arbeit mehr.
Sitzmatsch in der Badewanne. Wäre cool. Ich will, dass du mal in der Badewanne in den Voice kommst, danke. Verzeih das Chaos, ich habe meine Pflichten vernachlässigt, weil du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest. Kann ich halt jetzt nicht mehr. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Ob ich den jetzt nicht sehe oder mit sehr viel harten Delay, ist glaube ich auch kein Unterschied. Vermutlich nicht. Weil es gerade wieder geht. Strahl. Was will ich denn strahlen? Dich will ich strahlen. Ich habe was Schlaues gemacht, Leute. Kann ich da hochschießen? Nein. Ich will noch was viel Schlaueres machen, wenn ich weiß, wie ich hier reinkomme. Ja, draufschießen. Nein, auch nicht. Mache ich gerade wieder was Dummes vielleicht? Bestimmt gerade eben was Dummes. Kann ich da hoch einfach? Funktioniert das? Ach, dann fällt das wieder runter. Moment. Moment. Das bekomme ich hin. Das war der falsche. Das war dumm. Danke. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Ja, gell? Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja, der geflügelte Kuribo. Ich mag den. Ich mag die Kuribos nicht, sehen komisch aus. Oh. Sandwich, die neuestes. Ich will keinen geflügelten Kuribo. Ja, Kuribos sind doof. Anti-Kuribo. Perfekt. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs- und Lenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner Dann mache ich das Kuribo-Deck und besiege von wieder. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Das soll ich drüber springen, ja? Will ich das? Okay, bitte. Komm hier durch. Ah, hi. Hi, tschüss. Danke, dass du dich mit mir anschaust. Das klemmt ein bisschen. Das war ein Fan von dir. So wie du? Das war ein Fan. Bist das du? Hi. Nee, dann wäre ich ein Böse. Nö, nicht so. Nicht so, mach das wie ein vernünftiger Mensch, danke. Wieder einfallen. Es gibt so viele tolle Kuribos, du bist doof, Pumpi. Sorry! Ich hab übrigens gern alles, was übrig bleibt und keinen letzten Platz mehr hat. Keinen Platz mehr hat. Du machst an Yu-Gi-Oh! Karten. Das ist dann ein paar Kuribos, bei dem ich andreht und ihr habt's kaputt gemacht. Was? So geil. Also bis hier mich nicht da reinstellen. Dann leite ich dich um. Und ich will dich dahin leiten. Nur auf die andere Seite. Hey, komm mal hier. Dann komm ich wieder hoch. Es ist praktisch. Was ist das für ein Geräusch? Hi, du hör auf zu klemmen. Das ist anstrengend. Kann ich mir einfach einen zweiten nehmen oder muss ich den da mir grabben? Ich muss mir wohl den da grabben. Geht das von der Zeit? Nein, fällt einfach alles zusammen. Aua. Darf ich bitte kurz hier hoch? Kann ich bitte kurz? Danke. Ich hab dich schon wieder schnappen sehen. Wir haben noch diesen komischen Knopf da, den ich drücken will. Was macht er denn, wenn ich den ganz drücke, während das so ein Ding... Dann geht einfach nur kaputt, mehr nicht. Was ist das für ein Kack? Das ist nicht mehr passiert. Ich glaube, ich bin gerade dumm. Ich
glaube, ich bin gerade zum ersten Mal in diesem Spiel dumm. Bis jetzt lief es noch ganz gut, jetzt bin ich gerade wieder dumm. Also übrig bleibt, also ich weiß ja nicht, was du für Verstellungen hast, aber das werden locker 55 Karten sein, die ich am Ende rumliegen habe am Montag. Genau. Was hat Ruby denn vor? Yu-Gi-Oh! Pack Opening, der hat ein Bild dazu bei Discord in du weißt schon wo gepostet. Ja, du weißt auf jeden Fall. Ah, ja. Bild und Videos. Ich bekomme diesen Würfel aber nicht hoch. Ich hab nichts gesagt. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ich dachte, Time ist der schreckliche Mensch. Tipp. Das ist ein Puzzlespiel. Schön zum Nachdenken. Ich spiele es, weil Blues es wollte. Weil Blues mir es gekauft hat. Ich spiele... Nein, ich wollte es auch so. Jetzt auch so irgendwann gespielt. Ich spiele es nur so verfrüht, weil Blues es mir gekauft hat. Diese Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Danke. Du brauchst nicht mich im Voice, genau, du setzt mich schon perfekt dafür. Ja, du bist für das LP, also für das Projekt leider gestrichen, sorry dafür. Ui. Wie neu. Schätzchen, wie neu. Das hat Pump, Ruby sagt schon, hat Ruby sich jetzt in TCG verschrieben oder wie? Was meinst du? Ich will deine Karte noch gar nicht. Opening, jetzt Yu-Gi-Oh! Opening. Es ist ein Yu-Gi-Oh! Opening, hä? Wo steht denn was für ein Pokémon? Was steht denn für ein Pokémon? Wie kommst du auf Pokémon? Ich hab gefragt, ob Ruby sich den TCG jetzt zugeschrieben hat. Ach so! Nein, ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen in Sammelsucht. Ich weiß, dass du mit Xenokon redest! Ich mag die Dame, sie hat mich an mich. Echt, du vergleichst dich mit GLaDOS. Ich bin immer noch dafür, dass du so wie Sheldon bist. Mein Schulkamerad spielt sogar noch aktiv mit, da können denn auch Reste hin. Pass auf, was will ich denn tun? Ich will, dass das Ding da oben leuchtet, aber wie bekomme ich das zum Leuchten? Ich meine, ich werde kaum da drauf schießen können. Du bist so ein Umleitblock. Komm ich an dich hin, Umleitblock? Ich brauche dich, Umleitblock. Danke. Umleitblock. Mach umleitblockige Sachen. Wenn du nicht weiterschieben will. Umleitblock leitet um, aber wie leite ich das da hoch rum? Das wissen wir nicht, dass ich dahin schieße. Und das Portal dahin setzt, wo es hingehört. Oh Gott, Michi. Jo. Wie? Wie? Sind Portal 2 Rätsel eigentlich genauso aufgebaut wie Portal 1 Rätsel? Oder ja. Prinzipiell. Wo willst du denn mit dem Laser hin? Ich bin mit dem Laser exakt in... Wo ist es? Was habe ich die Orientierung von? Das müsste doch irgendwie da sein. Da oben ist es. Hier, da will ich rein. Ach da. Einfach dahin schießen. Lol. Was dämlich von mir. Ich werde Montag noch nach dem Opening Yu-Gi-Oh! Spielen, du Banause. Und danach wirst du dir noch mehr Pokémon Yu-Gi-Oh! Karten kaufen, oder? Ach, da drüben ist noch eins. Das bitte ich. Dann leuchtet das eine nicht mehr. Weil ich das Falsche verwendet habe. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt.
Wie viel Geld hast du jetzt investiert in den Karten? Allein in diesem. Ja, für diese Yu-Gi-Oh!-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten. Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten. Nicht Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Geht jetzt weiter. Lass mich durch. Ich will Kuchen. Deswegen bin ich hier, heilige Scheiße, das war knapp. Aber der Kuchen war eine Lüge. Nein, der Kuchen hat existiert, wir haben ihn alle gesehen. Ich weiß, aber trotzdem. Dass der Kuchen eine Lüge ist, ist eine Lüge. Also. Ups. Es ist wieder einer dieser Momente, wo du dich selbst einsperrst. Oh, ich bin fast selbst töte. Ich krieg grad leichte Felder-Flashbacks. Nein, komm zurück. Cube. Gib mir Cube. Das müssen wir nicht wissen. Erstmal durch den Bauch lesen, genau. Ruby hat eh, wenn man seine Steam-Ausgaben anschaut, irgendwie zu viel Geld noch übrig. Hatte ich aber ja auch zu Markus-Zeiten. Schützt du mich davor? Du schützt mich prinzipiell davor. Aber wenn, dann geht das Ding ja nicht weiter. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Eigentlich aber damit nicht. Das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Danke. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Alter, ich bin ein Lauch, ich schwabbel überhaupt nicht rum. Erinnert ihr euch an die Zeit, als Ruby bedauert hat, dass ihn seine ganzen ungespielten Spiele Unmengen an Geld gekostet haben? Aber ja. Wenn man's hat, hat man's. Dann kann man auch rausballern. Richtig. Seht ihr eigentlich das Michi-Symbol oben links im Eck bestimmt, oder? Jetzt, was? Als treues Steam-Zuschauer. Oder ist das nur ich? Ist das so ein Steam-Ding? Okay, nur ich sehe das Michi-Symbol. Na gut. Hier wird nämlich im Spiel angezeigt, dass du hier bist. Und nein, bevor jemand fragt, bei anderen Spielen ist es nicht so bei mir. Katapultplattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, aber warum das während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ups. Das wollte ich nicht. Das ist spaßig. Will nochmal. Okay. Was kann ich denn damit Doofes anstellen? Was macht dieser Knopf hier überhaupt? Gib mir einen Würfel. Okay. Geht. 3, 2, 1. Das war ein Versuch, ne? Fangen wir das Teil. Nein. At least a try. Ich muss das bestimmt einfach fangen. Oder. Ja, da hab ich's. Nein, lass mich vor. Danke. Und wieder zurück. Du atmest übrigens ich hab keine echte 300k. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2. Ich habe 147.000. Frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessant. Sollte nicht demnächst wieder was kommen? Ganz kurz, dass es mit derselben Luft ist wie mit so einer Corona-Maske, oder? Ja, sollte es schon vor Ewigkeiten. Vielleicht richte ich es am Wochenende ein. Okay, wir machen es so. Wenn Michi mich am Wochenende erinnert, vor Sonntag, richte ich es ein. Freitag zählt nicht, also Samstag. Wenn Michi mich Samstag erinnert, richte ich das Ding ein. Ich will die Stiefel auch haben. Was für Stiefel? Du hast sogar ein paar Kilo zugenommen. Was für ein Irrsinn. Und ich um zunehmen, das geht nicht. Ich nehme auch nur ganz langsam schwer zu. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Du hast zugenommen, während andere Leute abgenommen haben. Jetzt schappel zum Ausgang.
Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Passiert. Ich hab den Zusammenhang doch verstanden. Zumindest verstehe ich nicht mehr, nachdem Time das geschrieben hat. Oder genau dasselbe, nachdem Time das geschrieben hat. Sprung! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, oder so ähnlich. fuck. Wo ist der Anfang? Okay, blau muss ich da drauf schießen. Sobald ich genug Zeit habe, mache ich das auch. Bin ich hier, dann schießt man mich einfach da hoch. Soll ich hier sein, das Knopf nicht drücken? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ich will aber sammeln. Oder vielleicht soll ich was davon sammeln. Irgendwas. Du das Rad zum Beispiel. Müll testen. Es ist nur Müll. Doch, ich will den Müll haben. Drück den Knopf nochmal. Ich hab ein Radio. Und da ist der Stuhl! Chas ist nicht hier, ich hab einen Stuhl. Gerade ein Discord-Update. Jetzt ein Twitch-Update. Zufall? Ja. Ah, kommt wirklich nur noch normale Würfel. Ups. Mir geht's finanziell super. Sorgen müsst ihr euch nicht machen, dass ich unter einer Brücke schlafe. Ach, du bist nicht so ein Troll? Schade. Soll ich wieder... Nein! Soll ich den fangen sollen. Ich hätte ihn fangen sollen. Haben wir gleich. Das Rad ist super, oder? Ja. Ich habe gesehen, man kann mit dem Radio irgendwie ganz viele lustige Dinge anstellen. Das geht so. Kannst du einfach durch die Brücke lassen. Hey Arco, grüß dich, wie geht's, wie steht's? Hallöchen Arco. Sehr schön. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. Hast du daran echt gedacht, was noch passiert passieren hätte können, dass der Würfel jetzt einfach vom Schalter wieder runterrollt. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Danke, Gladys. Timey dachte auch, ich verstehe die Witze nicht. Du bist wie Timey. Scheiße. Ich schlage aber zu wie ein Troll, also pass auf, was du sagst. Du siehst ja auch aus wie einer. Und jetzt gut soweit und dir bzw. euch, mir geht's gut und Michi, der darf sich selbst dazu äußern. Ja. Das ist Geburtstagsfreude, Leute. Ja. Ja. Du kannst einfach nicht die Brücke leisten, richtig? Also, Brücken sind teuer. Sag mal, Dutschi, denken Sie Brücken aus. Der postet täglich oft wieder eine Brücke. Ruby, für mich bitte gleich mit. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Das ist sehr interessant. Aber nein, das ist mich nicht verstört. Ja, durch. Nein. Ja, drüber. Ja. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Arsch. Nimm dir noch einen anderen. Gib her. Oh nein, schon wieder vermasselt. Willst du mich verarschen? Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Lässt du mich jetzt bitte das Ding machen? Was mich überhaupt tut.
Der provoziert. Musst du mir auch vorstellen, wie GLaDOS einfach den Max gemacht hat bei Mario Party. Wie meinst du? Ach so. Ja. Dass du dich einfach so, nur so am laufenden Band verarscht. Kann ich da irgendwo hinschießen? Irgendwo. Irgendwo. Ich sehe gerade irgendwas komplett Offensichtliches nicht, richtig? Ah, Moment, fährt das Teil da drüben runter, wenn ich das Ding dahin stelle? Ja, das Teil wird runter, wenn ich das Ding dahin stelle. Praktisch eine letzte Operation. Einmal rein und alles ist weg. Ah, gell? Egal, darüber. Ui! Ich will eigentlich alles behalten, aber. Sogar mehr als alles. Ich will. Was ist mehr als alles? Michi, was ist die Steigerung von alles? Nichts. Richtig. Es gibt nicht mehr als alles. Ist es nicht zwei alles, mehr als alles? Oh, den Cube. Genau, oh, den Cube. Einfach eine Kombination aus Max und meiner Gedanken. Und eine Frau. Richtig! Das funktioniert ziemlich okay. Das funktioniert jetzt aber. Ui! Meine Gedanken vertun durch eine Frau. Genau, lass dich nicht von mir provozieren. Mach das, was mit dir schreibt. Okay, oder so. Jetzt draufschießen. Wie komme ich denn da hoch mit diesem anderen Ding? Was ziemlich logisch ist. Mein Team, mein Dexter-Squad gegen Karasu steht. Dein Team gegen Karasu steht, oh Gott, das ist ja auch schon nächste Woche. Da war ja was. Drei Seiten Notiz und drei Seiten Notizen stehen auch. Jede Testkammer hätte ich auch gerne, ich bin nicht im Finale. Am Ausgang. Damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist. Und wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, dass noch Kalks dazu kommt, die ich machen werde, werden das wahrscheinlich noch so 4 bis 5 Seiten. Ich will sowas mitnehmen. Das Finale ist ja auch schon nächste Woche. Den Cube kann ich mitnehmen. Ich nehme den Cube mit. Wenn ich da rankomme. Komme ich so nicht. Doch, wenn ich den mit einfach mit durchschmeiße. Und dann ist es aber das Ding und. Nein, ich kann glaube ich nichts mitnehmen. Ich höre mal GLaDOS zu und nehme wirklich nichts mit. Ist meine Birne wieder geholt. Ich weiß uns nicht, was ich mit meinem Pünktchen machen soll. Ja, Michi wird, wenn er schlau ist, dafür sorgen, dass man da wieder was Sinnvolles bekommt irgendwann. Am Wochenende, ab dem Wochenende. Wieder geil, Bumbe, ich habe die Notizen erspart. Ich hätte ja nicht mal Notizen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte einfach irgendein Team gebaut und Knöpfe gedrückt. Also wie immer. Und dann gibt's ja schon Blusi. Ah, okay, das heißt, du bist untergekommen. Danke, Xenogon, und trotzdem fürs hier gewesen sein. Bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüssi. Ruby, wie sieht's bei dir eigentlich nächsten Dienstag aus? Eventuell Zeit und Lust für Soul-Link-Sachen? Hallo. Nichts der nächste Test dir. Beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Danke. Fährst du mich hoch? Nein. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version.
Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Danke. Der Strahl geht auch durch andere Sachen, also durch das Loch durch, okay. Dann kannst du einfach dahin stoßen. Ah, how to grill yourself. Aua! Buchen, ach Gott. Was macht der Knopf? Oh, das ist ein Würfelchen. Knopf holt mir Würfel. Warum? Ach, weil es meine Portale resettet. Da war etwas, okay. Okay. Dienstag ist immer ein schöner Tag für Trauer und Verzweiflung. Yes, time. Für mich gestern. Boah, Dienstag ist auch so einer. Michi ist Geburtstagskind. Er ist heute alt geworden. Sehr alt. Hab ich lieb. Pass auf, in der Theorie, ich hab zu meiner Schwester schon gesagt, eigentlich ja, heute einen Schnaps trinken, weil ich heute Schnaps zahle. Wahnsinn. Pass auf. Ich bekomme den Strahl ohne Probleme da rein. Moment. Danke, Akku. Ey, Patschi, wie geht's? Wie steht's? Pizzis, genau. Da ist eine gute Pizzis. Hey, Michi, wie fühlt es sich an, bald zu sterben? Ja. Der Tod kommt einem näher. Das kann ich durch, der kann ich durch. Der freut sich schon auf das Treffen. Wobei, ich glaube, so ganz freut er sich nicht. Der wollte mich eigentlich auch wieder loswerden. Ah, okay, ich glaube, jetzt hänge ich zum ersten Mal gleich ein bisschen rum. Nachricht, ich habe deine Nachricht bemerkt, Patschki. Ich bin gerade auf dem Überlegen. Welche Nachricht denn? Ich sehe nur Pummeluft, Arco, Quai. Bin mir gar nicht mal in Nachricht. Das sehe ich gar nicht mehr. Der ist bei mir schon rausgescrollt. A-Punkte für Command ausgegeben und ich darf mir aussuchen. Achso, nicht ich. Oh. Oh. Michi hat so viel Pech, dass er nicht sterben kann. Yes. Warum? Der Tod will mein Pech nicht haben. Warum sollte ich das so tun wollen, wie ich es gerade mache? Hä? Ich kann noch. Nochmal, was passiert, wenn ich das da einlese? Dann ist das offen. Das ist gut. Teil mir verzweifelt. Ich sehe schon, es wird ein langer Abend. Ruby verzweifelt auch langsam. Was ist mit mir? Was soll mit dir sein? was macht der Würfel? Der leitet diesen Strahl um. Würfel leitet Strahl um, jedenfalls. Aber Würfel kann da nicht durch. Stimmt. Hi, Mr. X. Bevor du fragst, ich hänge erst zum allerersten Mal in dem Spiel. Wenn du meinen Namen schon erwähnt hattest, dachte ich, du musst mir was sagen. Hab ich deinen Namen erwähnt ohne Kontext? Wirklich? Es scheint, als hätte die Pumpe einen leichten Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens. Was ist denn ein leichter Fall eines schwerwiegenden Schadens? Was machst du gerade mit Portalen? Kann dafür sorgen, dass der Strahl darüber kommt. Weil es geht.
kann auch da unten reinschießen, dann kommt irgendwo anders raus. Ich kann bestimmt auch so schießen, dass er auf diesen Würfel strahlt. Ah, da kann ich gar nicht drauf schießen. Bin ich echt so dumm? Kontextlose Akku. Ich weiß nicht mehr, wieso ich dich angesprochen haben hätte sollen. Pass auf, der Würfel, der macht Sachen. Wie zum Beispiel, ja, was für Sachen macht der Würfel? Der leitet das nur? Maximal, wie macht er nicht? So, wo willst du das hinleiten? Ja, weiß ich nicht. Ich will den Würfel ein bisschen da drüben drin haben. Okay, da durch können wir. Guck mal, wenn du den da drüben haben willst, ne? Und was verschwindet, wenn du durch die Tür gehst? Wenn ich durch die Tür gehe, verschwinden die Portale. Heißt, ich will mit diesem Würfel den Strahl auf das Ding bekommen. Aber wie? Kann man sich in Hi Max. Weil ich kann ja auch keine Portale da durchschauen. Max? Oh, hi Max. Das kann sich. Kann sich hier mit ansehen. Ich häng gerade zum ersten Mal, nur so als Erklärung. Dass ich den Voice kann, oh mein Gott. Ich gebe es auf. Was machst du da? Also entweder will mich ihm nicht helfen oder weiß es auch nicht. Und wenn letzteres der Fall ist, fühle ich mich nicht dumm. Moment, ich bin köpflich noch nicht ganz auf Höhe. Und hast du den Manu gemacht? Hast du den Manu gemacht? Nein, ich habe nicht den Manu gemacht. Hast du den Manu gemacht? Nur ein bisschen sehr viel geschlafen. Ach, bestimmt. Noch zurückkommen. Bitte ja. Richtig doof, oder? Warum ist das falsch? Wenn du. Ja, wenn ich. Willst jetzt den. Du hast vorhin gesagt, du willst den Cube auf der Seite haben, wo du jetzt gerade bist. Ja. Ne? Das wär cool. Ne? Ja. Also, wenn ich das schaffen würde, das wäre sehr cool. Kannst du von der anderen Seite durch das Loch auch ein Portal schießen? Oh Mama mia. Oh Mama. Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so endlos dumm? Oh. Warum bin ich so. Ey, es hat bis jetzt super geklappt, okay? Ich hing gerade zum allerersten Mal. Einmal darf ich dumm sein im Leben. Im Spiel. Das war jetzt das eine Mal, wo ich dumm sein durfte. Jetzt muss wieder alles klappen. Du musst Bombe alleine beleidigen, Voice. Ja, Ruby ist tot. Krank. Ja. Zum Loch zurückkommen. Ich habe das Loch für dich genutzt. Dank Matsches Gehirn. Also. Danke, Michi. Du hast den Dank, glaube ich, verdient. Teil 3, die Rückkehr. Disney gesagt, dass der Puppy noch bisher gestorben ist. Ein bisschen kaputt. Ein bisschen kaputt. Weiß es nicht, Patti, ob er es auch gemerkt hat. Patti hat Kanalpunkte ausgegeben für Command. Was für ein Command denn? Ja, ich sehe es nicht. Er hat gesagt, ich darf es mir aussuchen, aber ich habe keine Ahnung. Wow. Dann kannst du ihn einfach irgendwann einfügen und sagst mir dann Bescheid hier. Jo. Zum einen die Nachricht von Teil, zum anderen. Wo, ich sehe dich nicht. Ich bin wieder da. Drüber nach, die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht, ich lag da einfach so rum, dachte ich. Ach, da oben bist du, hi. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nachrichten hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er.
Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ich glaube, das war's mit dir. Ups. Mal kurz schauen. Kann ich da irgendwo was hinschießen, wo ich was hinschießen will? Zum Beispiel da. Ich bin halt gerade bei mir übrigens kurz angehalten, als da dran stand, du. Das will ich gar nicht. War voll Idiot. Du bist halt nicht zufällig genau da angehalten. Ich muss mich da mal auf das Ding, da kann ich nicht drauf. Ich meine, eins kann ja dahin, ja. Das andere muss ich doch dann irgendwie da vorne hinbekommen, oder bin ich doof? Ja, danke. Holy shit. Das ist die Tür. Ich fühle die Roboterarme, die spielen gerade mit einer Wutwiese. Einfach schlägt wie ein Kopf steigendes Denkvermögen. So schlimm bin ich jetzt auch nicht, Ruby. Okay, das vorhin war schlimm, aber generell nein. Ich bin hier. Nee, ich bin hier. Was will ich hier? Kann ich irgendwo springen? Da kann ich springen. Da ist aber nichts zum... Ach, da ist die Decke. Da muss ich Decke eben nutzen. Hui. Knopf. Bringt mir so einen Würfel. Bringt mir einen neuen Würfel. Wie macht ihr das? Direkt an der Kante waren doch genug weiße Wände. Hab ich irgendwas unkonventionell gelöst? Ja, wahrscheinlich. Aber ich hab's gelöst, das zählt. Das ist das, worauf's ankommt. Da drauf und dann... Wo will ich's überhaupt hinhaben? Ich sehe nicht, wo es hin muss. Ich sehe nicht, da hinten muss es hin. Das läuft, da oben. Aber da oben läuft es nur. Okay. Ich muss also da hoch. Ich verstehe das. Moment, ich bekomme das hin. Wir kommen wieder hoch am besten. Ja, von da. Gut. Das schaffe ich. Alles gut. Mein Gehirn macht wieder Arbeit, die funktioniert. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Danke. Du hast es etwas unkonventionell gelöst. Es klang so. Jetzt kannst du die Strecke nutzen. Ich hab's gemerkt. Danke. Hallo Just! Grüß dich, wie geht's dir stets? Unkonventionell ist ein passendes Wort dafür. Hast du das noch gesehen? Was hab ich denn komisch gemacht? So oft wie du gerade an Decke gesprungen bist, musst du auch deinen kleinen Gier bestimmt haben. Mein Charakter hat, genau wie ich in Real Life, einfach kein Gehirn. Du kannst kriegen, wenn du kein Gehirn hast. Ohne Gehirn ist es eh viel cooler zu leben. Das kannst nur du sagen. Das hast du ein Gehirn? Viel Spaß beim nächsten Test. Ich sollte eins haben. Zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst,
lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Du erzählst dir von dem Reh. Ach, danke. Ist schön. Und der Test kann man sehen. Eben Sachen. Da ist ein Block. Ein Cube. Das Gefühl des Gnades uns nicht mehr mag. Hui. Prumpi wird wieder genietet. Cube wär's jetzt. Moment, das machen wir nicht nochmal. M-Cube. Weil ich ein Boeing bin. Ach. Du hast ein Gehirn. Woher weißt du das? Okay, gut. Ja, ich hoffe, GLaDOS war eine würdige Vertretung. Da ist der Dark Michi. Warte kurz, du bist scheiße leise bei mir. Ist okay, warte. Nein, ich mach dich selbst lauter. Error, was bist denn du? Leck mich. Wo ist VoiceMod? Ich hatte da. Alles gut, ich mach dich so lauter. Naja, passt schon. Hi. Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt nicht gleich hier unglaublich laut bin, wenn ich VoiceMod wieder anhab. Ja, ich habe meinen Cube. Wohin will ich diesen Cube überhaupt bringen? Also, hast du dir schon jemals gefragt, wie sich eine Fusion aus Ruby, Timey und mir anhören würde? Klar. In weiblich? Ja, jetzt weißt du's. Alter, wo wird der Cube gebraucht? Ah. Du weißt es? Ja. Warum sagst du es mir denn nicht? Überleg mal, du hast da aber. Ist da ganz oben so ein Strahl? Aber das ist nicht so ein Cube, Michi. Das ist ein normaler Cube. Das ist kein Umlaut-Cube. Die Umlaut-Cubes haben so Glas. Die sind Glas durchsichtig, genau. Dann würde ich nichts gesagt haben, aber vielleicht. Der schwitzt sich ja vor Laserstrahlen. Vielleicht willst du da erstmal hin. Mhm. Akzeptiere ich. Oh, Kamera hat ne. Glaube ich aber nicht. Ah, doch. Bin ich jetzt eigentlich lauter? Ich will ihn da haben. Nein, du bist normal. Ey, Brumby, du spielst das Spiel nicht. Michi, es soll das schöne. Du spielst das Spiel nicht, Michi. Es soll schön ruhig sein. Nein, Michi ist voll cool. Der Geburtstag darf das. Ich gehe davon aus. Aber du weißt es nicht, das ist der Punkt. Doch, ich hatte. Ich sehe. Ist okay, ja. Ich sehe das Blind. Okay, Pumpi auch. Aber ich habe auch noch nie ein Let's Play davon gesehen oder sonst irgendwas. Nee, das also ich habe die Rätsel vor 2 Wochen gemacht, also ich kenne die meisten davon, deswegen werde ich dir eher nicht helfen. Die hast du auch schon vergessen, oder? Doch, ich weiß tatsächlich, wie es weitergeht. du hast schon das mit dem fetten Adler erlebt, das ja. Ist toll. Ich mag den Spruch mit dem fetten Adler. Ja, darüber würde ich gerne. Der Adler ist natürlich ein Markus-Meme geworden. Übrigens, Max, die 3 Wohnanlagen sind angekommen. Aber hey, Prumpi, ich habe gute Nachrichten, ich habe neue Sounds. Hello, you must be. Das heißt, glaube ich, hatte ich glaube ich schon mal einen Kommentar. Der war alt, oder? Es. Ah, ups. Also, jetzt zum ersten Mal. Hallo. Ach ja, außerdem habe ich was Schönes für diesen Stream. Für den Fall, dass Prumpi irgendwann mal richtig stirbt, hier ist bei irgendein leichten Rätsel, hängt dann schwierig einfach das hier ab. Also die ganze Zeit. Ja! PMD. Richtig. PMD ist ja, super, heb ich mir auf. Okay. To be continued. Ja, gut. Ich finde, das passte für irgend so einen Derp-Moment.
Yes. Das erinnert mich wieder an den Pichu-Kampf. Mich erinnert das an Raikou. Yes. Und an Damir Plex. Bad Lalo. Ach ja. Alles Gute, wenn ich dir schon mal jetzt im Voice sagen kann. Den juckt's nicht. Ach, wie gesagt, ja. Die drei Wohnanlagen sind angekommen. Ah, schön, hast du es mittlerweile ausgepackt. Also, ich hab irgendwie gefühlt noch... Wohin? Wir werden es wohl nie erfahren. Wir werden es nie erfahren, nein. Wohin? wohin soll... Wohin will der Strahl überhaupt? Ich sehe nicht mal, wo der Strahl hin muss. Moment. Ich hab Endtime nicht vergessen, Ruby. So, jetzt noch einmal, ohne dass du zwischendrin abpackst, Mitchie. Also, du hattest mir auf Discord geschrieben, dass es da sein sollte. Ja. Ich war ja gegen Viertel 4. Jo. Wohin muss das Ding? Ich bin blind. Bisschen. Da. Lol. Bis vor der Stunde. Hm. Ist egal, du hast es nämlich. Das ist drei Häuser, du kannst es hier nicht sehen, weil du keinen Schalter hast. Kommt noch. Das kommt. Ja, wann kommt denn dein Schalter? Die nächsten Tage. Also, wenn es gut ist, vielleicht sogar noch diese Woche. Ah. Muss ich nochmal gucken, ob. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob Dings auf hat oder ich mir das jetzt online bestellen muss. Was ist das für ein Geräusch jetzt? Vergiss Entei nicht, Max. Das ist das Entei, Du erinnerst dich doch noch an meine Idee, Hardgold Retro Achievements zu machen. Und da muss ich auch Legendäre fangen. Du kennst das lustige Entei, welches, wenn du es fangen willst, Brille einsetzt. Ja. Ich habe heute keine Idee. Während ich das gefangen habe, ich die ganze Zeit dieses Theme laufen lassen. Das vom Gildenmeister. Und es hat wunderbar gepasst. Ich habe es einfach gefühlt. Die gemacht, dann hätten wir eine Beschäftigung gehabt, bevor es eine ist ein Chat abgekrackt da Switch hat. Richtig. Sad. Wenn du. Was hätte Mitch in der Cam, hätte ich Mitch hier rote Leggings geschenkt, hätte ich noch gleich eine Cam mitgeschickt, damit er sie auch schön in die Kamera halten kann. Yes. Hätte ich denn getan. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht. Ach ja, by the way, ich habe mittlerweile wegen Online-Unterricht, wegen Fahrschule eine Cam von meinem Bruder ausgeliehen. Es würde auch dein Haar in ich weiß, faszinierend. Also lass es lieber. Weil ich nicht mein Haar brennen haben. Lass mich durch! Bitte, Mensch. Arsch. Ich habe leider keine roten Leggings, ich habe schwarze Jogginghosen. Könnte aber rot sein, theoretisch. Würde das so ähnlich aussehen. Yes, Ruby. Was? Ups. Dumm. Ach, by the way, kannst du jetzt wieder Delay des Todes haben? Weiß ich nicht. Vielleicht. Das war auch dumm. Nein, das war nicht dumm. Das ist vielleicht schlau. Das ist schlau. Das ist schlau, wenn ich das so mache. So ist das schlau. In der Alpha. Yes, das fühle ich. Knopf. Will ich da runterspringen? Ich will da runterspringen. Knopf, was machst du? Würfel. Würfelwasser. Würfelwasser nicht gut. Würfelwasser nicht gut. Erstes. Würfel immer Wasser. Ich spritze gleich dagegen. Würfel immer was. Oh. Ruby, freust du dich schon darauf, dass das jetzt hier eine Weile dauern wird? Es wird nicht so lange dauern. Soll ich einen Timer auf 10 Minuten stellen? Ich bin erstmal tot übrigens. Ey, mach das. 15, gib mir 15. Danach setzt die Musik ein. Warte, dann halt mal ganz kurz an. Ich muss noch kurz mein Handy rausholen. Nein, die Zeit habe ich einfach frei. Okay, dann mache ich 14 Minuten draus.
14 Minuten oder 14 Stunden? Was ist dir lieber? Minuten. Okay. Ach ja, Michi, heißt das, dass du gerade wieder stirbst? Und der versucht, glaube ich, gar nicht zu reden, oder? Nein, läuft die ganze Zeit bei mir gut, deswegen. Hey! Stimmt? Ja. Oh. Okay, Cubeline. Discord, Handy-Discord-Dinge, wie der Handy-Discord-Dinge tut. Kann ich das so machen? Nein. Nein, das funktioniert so nicht. Das wird nicht lange dauern und springt wieder tot. Ach ja, ich habe übrigens die ganze Zeit still und leise zugesehen. So nebenher ein wenig. Zwar ohne Ton, aber. Okay, oder? Ich sag's mal so, am Anfang gab's keine Rätsel. Bis zum ersten schwierigeren Rennteil. Ist okay, das ist ungefähr so, als würdest du in einem Jump Run ohne Abgründe sagen, dass du gut anstellst. Mario Hack bauen, wo es keine Abgründe gibt, ups, wo man nicht durch Abgründe sterben kann. Du hast noch 12 Minuten. Fuck. Pass auf. Chas ist am Verzweifeln. Das ist irgendwie schlecht. Soll ich schon mal das Soundboard rausholen? Ja, das ist gut. Ich kann jetzt hier hinter Laris hin. Freundchen, ich schaff das. Apache ist das eigentlich nicht hier? Was? Oder? Da ist mein Cube. Doch, harter. Ah ne, du hast das gemacht, stimmt. Dann bin ich hier mit dem Cube. Was denn? Das 3 geholt hab. Stimmt. Wie gesagt, Just, es gab bis jetzt auch noch keine wirklichen Rätsel. Wir reden dann darüber dann im, das, was für mich als zweiter Teil des Spiels gilt. Erleben wir es in diesem Stream noch? Nein. Wahrscheinlich nicht. Und nun einfach irgendwie darüber. Ich glaube, Michi stirbt gerade ein bisschen. Michi stirbt generell häufig. Ist okay, ich hoffe. Das ist ein Geburtstag, der darf ich sterben. Ja. Pump wie zu seinem Kind, wenn es dann an seinen Geburtstag überfahren wird. Ist okay, ist ein Geburtstag, er darf sterben. Und dafür hast du mir Ewigkeiten einkalkuliert? Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Und was schenke ich denn so? Ja, Max ist ein Geschöpf. Die richtige Antwort heißt Max. Niemand. Und was schenke ich denn so heute zum Geburtstag? Ach, so sinnlos grausam. Es ist sein Geburtstag, da kann man schon mal sterben. Wir schicken ihm ein Taxi vorbei, das ihn umfährt. Ich würde den Tod lustig. Ich schicke den Taxi zum Geburtstag. Fast, vor allem den Tod lustig, so schlecht bin ich noch nicht sehr schön, das ist beruhigend. Wow, und ich hatte Michi gefragt, wie es ist zu sterben. Ja, richtig. Also wir müssen euch das so vorstellen, ne? Gute Neuigkeit. Ich guck mal, ob da mein Applaus, mein Fake-Applaus doch funktioniert, Ruby. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Es ist Timey. Es ist einfach Timey. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mitch stimmt gerade ein wenig. Ist okay, es ist sein Geburtstag, da darf er sterben. Pumpi, meinst du der Geburtstagsgeschenk? Dann geht's das bloß so. Yes. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich Liebe. Zurück. Hat das Potenzial, einer meiner Lieblingszitate zu werden. Ich will aber Sachen anfassen. Piu, piu, piu. Hey, hier oben! Wo? Ich seh dich nicht. Hi. Die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie cool zu. Gemacht. Also um auf die Sache mit dem Tod nochmal zurückzukommen, das muss man sich so vorstellen. Okay, das war bestimmt der Vogel, der Tod, ne, der kommt auf euch zu
Okay, wichtig ist, wir werden hier bald sehr bald. Und sagt euch so, ey, ich muss nur noch ausdüfteln. Du hast jetzt kein Recht mehr zu, ne, du lebst jetzt halt nicht mehr, ne, du hast jetzt halt nichts mehr zu tun. Du hast mich komm mit. Wenn er sich... Ich habe mit dem Türkomputer... Und jedes Mal, wenn er mich sieht, denkt er sich so, ach nee, nicht der schon wieder. Für den habe ich gar keinen Bock. Bleib mal doch ein bisschen leben. Jedes Mal, wenn du sterben wirst, disconnectest du einfach. Richtig. Na gut, darauf hätte ich auch keine Lust, ehrlich gesagt. Jedes Mal... Der Tod kommt einfach auf mich zu und denkst du so, ja, jetzt ist deine Zeit gekommen und genau in diesem Moment plupp ich einfach weg. Yes. Verschwinde ich einfach so von der Bildfläche und der Tod denkt sich nur so, oh, here we go again. Oder, warte Max, noch besser. Ich habe mit dem Boys verhandelt, er wird nie wieder... Sagen wir leben. Max, hast du den? Das ist ein schöner Ton. Er wird nie mehr. Und Pupi nur so. Hello, you must be ah! Zum Test. Yes. Max, hast du den To Be Continued Sound bereit? Immer. Okay. Das ist halt immer. Also, Tod, ne, denkt sich so, Amici, deine Zeit, jetzt ist deine Zeit aber gekommen. Und ich plopp dann einfach so weg und dann beim Tod einfach nur so. Schön, dass es genau gepasst hat, wo Ruby gesprungen ist. Er schießt von Teil die falsche Richtung und ich nur so dumm und Idiot. Kann das bitte einer klippen? Ich will erst wissen, ob es genau gepasst hat. Okay. Ich habe es doch gerade eben schon gemacht. Warte mal. Der Tod hat eine 99% Trefferwahrscheinlichkeit, er verfehlt mit dabei mit dir immer, yes. Passt nicht ganz, leider. Ah, schade. Würfel kommen sie zu mir. 99%, das muss halt richtig deprimierend sein. Yes. Ich schwöre euch, in irgendeiner Liga spiele ich einfach so lange einen großen in den Turmkick, bis ich den Turmkick misse. Damit ich sagen kann, ich habe 99% Turmkick gemisst. Lucky! Irgendwann wird das passieren. Ja, Michi will immer das Mitleid haben, ohne dass es braucht. Beim Sterben. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob yes. in deiner... Ich würde auch Mitleid wollen, wenn ich an meinem Geburtstag sterbe. Nein, ich will noch nicht drüber! Komm her! Sie war gut. Komm her! Genug. Komm her! Komm her! Okay, er hat's. Alter, das wäre viel besser Clip als das vorhin, oder? Rat mal, was ich genau jetzt machen werde. Ein Clip. Sieh, ich hab doch gesagt, das passt hier. Oh mein Gott. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen... Ich werde übrigens diesen... Oh, warte, das bist du. Dieses Theme. Okay, ich feiere es. Ich werde dieses Theme übrigens nie wieder mit normalem Kontext hören können. Ich werde das jetzt immer mit Dörfigkeit verbinden. Du bist drunter, du kommst aber nicht runter. Ja! Okay. Gut, zwei Clips innerhalb kürzester Zeit. Wo ist ein Plant like this?
Ja, Just, wir sind eigentlich ein ziemlich gutes Team, wenn wir uns nicht gerade über Rechtschreibung streiten. Ziemlich. Einfach schon später irgendwann. Camp die 2 Speedrun und dann kommt so das Gilden-Team und ich denk mir so, ah, nein. Noch jemand da? Ja, ich bin da, Freundchen. Warum steht ihr auf diesem Boden? Das ist dumm. Für mich. Was? Wir haben Karasu getötet? Wusste ich gar nicht. You're trying so hard. When you tried your best, but you don't succeed. Ja. Zielverlust. So Debris. Oh. Der Frieden ist wiederhergestellt, da der Rechtschreiblord besiegt wurde. Anscheinend haben wir Karasu getötet. Wer war denn der Rechtschreiblord? Karasu. Karasu mit der Rechtschreiblord. Ja. Tatsächlich ist Karasu niemand, den ich mit Rechtschreibung in Verbindung bringe. Hab ich eigentlich auch nie. Und ja, und dann änderte sich irgendwie alles. Nicht getötet, die habe ich nur so eine Rechtschreibung genommen. Schaut alle Avatar, das ist eine tolle Serie. Es ist vollkommen richtig. Ja. Oder lasst euch einfach von Leuten wie Justin und mir dazu drängen. Also von mir ist das. Ist. Ja, es funktioniert so mittlerweile tatsächlich auch. Von alle Avatar. Und The Legend of Korra. Legend of Korra auch. Ja, das machen aber die Leute eh automatisch, weil sie Avatar feiern werden. Und dann würde man das automatisch machen. Ja. Also man ist gehupt und bricht irgendwie nach 10 Folgen ab, dann schafft man es halt nicht. Dann schafft man es halt nicht bis zum guten Teil. Buch 2 bis 4 muss ich mir immer noch anschauen. Von Legende von Korra. Hast du nie angeschaut? Also nur Buch 1 habe ich gesehen, leider, weil es halt nur Buch 1 damals gesehen ja. Buch 3 und 4 sind die besten. Vor allen Dingen 3. Solltest du mal ansehen eigentlich. Vor allen Dingen 3. Schaut alle Pumpe Streams. Ja, Mystix hat's auch gefasst. Das ist der Ausgleich zu den guten Serien wie Avatar. Um konstante Festzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht to talk about und der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Mein Geburtstag war gestern, oh mein Gott. Michi, ich bin auch alt geworden. Wow. Was passiert hier? Okay. Wie du bist, wie gestern war Weltrumpi-Tag. Laut Marcel ist ja eh immer Weltrumpi-Tag. Ach so. Das ist schlecht. Weil dann wächst der Altersunterschied zwischen dir und und Missy. Auch. Okay. Oh nein, die Testräume. Oh. Okay, das sollte nicht so schwer sein. Das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Der kriegt das hin. Ich glaube an ihn. Ich muss. Ich habe jetzt bloß darauf gewartet, dass er sich selbst umbringt. Ich auch. Ey, die Musik habe ich nicht verdient, okay? Ich muss zugeben, dass es schneller gelöst ist, als ich erwartet habe. Ich habe es tatsächlich anders gelöst. Ich habe mit dem Würfel so eine Linie gemacht, dass ich durch 2 durchfand. Ich denke, da gibt es auch noch viel mehr Lösungsmöglichkeiten. Ja. Ist okay. Ich glaube, ich sollte mir das wirklich für die Farbe aufheben. Oder was meinst du, Ruby? Vielleicht skill ich mich da mit meinem Gehirn auch durch. Nein. Nein. Dein Overall sieht blöd aus. Danke. Ich sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei Danke. Anderen sieht er gut das ist, kommt, aus. Hat bestimmt doch ein Time wieder reingeschrieben. Hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht.
Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Welcher Raum? Du Miete, werde gern Teil mir. Meinst du vielleicht den Raum mit der einen Brücke und den Sentry ganz, den die ganze Zeit abschießen? Died. He just died. Ey, bei diesem Raum. Ein Doktor in Max. Mode aus Frankreich. Max, der Dach tut's besser. Ja, nur so. Hello, you must be... Ah! Ja, den Frauen fand ich allerdings auch wirklich unangenehm. Der war so ein bisschen... nicht ganz so einfach. Der hat zu dir einfach nur gesagt, hello, you must be... Ah! Ja, aber also irgendwie war nur so... Aber was kann ich denn machen, außer einen von... Ach, ist die Decke weiß? Ist die Decke weiß? Nein. Nein, aber die Seiten. Ach, ups. Da muss ich noch rüberkommen irgendwie. Ah, also ich mach, ja okay, es macht auch Sinn. Cool, oder? Jetzt hast du deinen eigenen privaten Raum. Du, den kann er jetzt abgetrennt von der Sentry. Ja, cool. Ja? Das ist mega cool. Ich hab grad wieder Zelda-Flashbacks. Wo Pumpi sich da... Jetzt hast du dich wirklich gesoffen, Leute. Wie konnte ich denken, dass er mich nicht sieht? Okay. Wie konnte ich so hier ist noch mal eine Weisheit von mir. Tackle ist kein guter Angriff. Lass die Scheiße. Ich glaube, Tackle ist ein scheiß guter Angriff. Nein! Also, im PRD Cut. Ist es noch krank. Nö. Also im PMD ist es ein guter Angriff, vor allem im PMD-1, wenn du es mit Routenschlag und Duplex-Heat kombinierst. Risiko-Tackle, und allerdings auch ein Geist-Pokémon. Nein, das ist etwas, das würde ich nicht mehr probieren. Das ist halt wirklich traurig, weil selbst Struggle wäre in dem Fall besser. Aus in Gen 1. Yes. Struggle. Brumm hat es besser als im Frontalangriff gefunden. Ja, dank Max. Stimmt, ich hab dir einen Tipp gegeben, warum ich das getan. Freundlichkeit? Weil mich das Geburtstag heute ist. Ich habe mich schon was zum Geburtstag geschenkt. Das stimmt. Okay. Was du nicht mehr nutzen kann! Ich hätte doch die Länge nehmen sollen. Okay, ich muss diese Mauer besser platzieren. Die nächsten Tage. Die nächsten Tage, Max. Die nächsten Tage. Ja. Mit Mario Kart sogar. Wahrscheinlich nur ohne Switch Online, aber mit Mario. Nein, du Arsch! Ist okay, irgendwann hast du Switch Online, dann können wir Mario Kart spielen. Ja. Du weißt, du hast doch du weißt doch, wir haben doch ein Waze offen. Schau, sogar Mr. X nennt Michi schon Matschi. Will ich mal so anmerken. Ich nenne ihn manchmal Milchi. Ich mag Milchi mehr. Milchi wurde ich tatsächlich schon genannt. Ja, ich weiß. Die Idee kommt nicht von mir. Ich bin auch immer recht überraschend, wie kreativ Leute doch sein können, wenn es um Spitznamen geht. Hm. Ich denke mir dann immer so, mit meinem Namen kann man nicht viel anfangen. Mit meinem Namen können wir was relativ Sinnvolles machen, indem man einfach nur die ersten drei Buchstaben nimmt. Und ein paar Random-Zahlen. Yes. Random-Zahlen sind immer gut. Merkt euch das, Kinder. Ja. Und was haben deine Zahlen so an deinem Namen zu bedeuten? Ist es etwa dein Geburtstag oder... Sonst ein besonderes Datum? Nö. Das ist
Die Assis haben einen Cube. Das sind noch. Das sind auch Assis. Moment. Tja, wir können ja mal raten, was Missy schreiben wollte. Als Nintendo SB. Also das SB ist für Switch. Okay. Ja. Die Frage ist, was wollte sie mit Nintendo Switch? Nintendo Switch Online ist auch abgelaufen. Das war sie, was das Koalitionsmitteilung. Und warum weißt du das? Weil du sie es mir erzählt hast. Ah. Ja, Tablets be like, du kommst nicht an den Würfelbruder. Ja, und die Tablets sind richtige Assis. Es kann gar nicht so schwer sein, oder? Vor allem, Ruby, das ist doch nicht den Raum, den wir meinen, oder? Warte, es gibt noch einen schlimmeren. Das ist doch gar nicht das Finale. Meinst du jetzt in Part 1 oder generell? Ist egal, die Antwort wäre auf beides ja. Verzeihst mit, danke. Shit. Die werden mich gleich töten. Oder vielleicht auch nicht. Ach, fuck it, oder? Ja, auf jeden Fall den Raum, ich komme da nicht hin, oder? Ja, das hast du ja voll gleich verbaut. Könnte sich die Rich da vielleicht hochschießen mit so einer Sentry Gun? Wenn du dich gut anstellst. Ich hab sowas mal geschafft, aber es war in einem anderen Raum. Das wird nichts. Ah, vielleicht? Das wird nichts. Ich hab keine Ahnung. Da stehe ich nicht mal richtig drauf. Mach einen schnellen Jump, komm schon. Ja. Fuck. Einfach so ein Laser-Kanonen-Dingsbums-Jump. Das kann doch nicht so schwer sein. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Kennst du diesen Nutjump aus Mario Odyssey? Wo du die ganze Zeit eine Nuss wirfst und die wieder auffängst und dann einen unendlich hohen Sprung dadurch kriegst? So ungefähr stelle ich mir jetzt hier gerade vor. Okay, probier einfach wieder nach oben zu kommen auf dem normalen Weg. Das ist Bullshit. Rumpi. Fun Fact, Max, du kannst in Mario World kannst du auch tatsächlich mit einem Schlüssel das machen. Dass du den Schlüssel in der Luft... Dass du unendlich Höhe bekommst. Ja, das würde gehen, in der Theorie. Ey, Charles, wenn du noch nicht da warst, habe ich einen Stuhl gefunden. Ich war stolz auf mich. Ja, stimmt. Hab's eigentlich mein Item Abuse oder so mal gesehen. Ja, ich hab gewusst, was ich mit dir schreiben wollte, ich bin schlimm. Im finalen Raum gelischt aus Versehen. Was? Au. Nein. Okay. Lass mal denken wie ein vernünftiger Mensch. Das ist zu früh. Langsam, übertreib's mal nicht. Wenn du schon mal probierst, wie ein Affe zu denken, reicht mir das schon mal fürs Erste. Ja, ja, alles andere reden wir dann erst mal spät. Affen, es gibt so viele verschiedene Affen, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Nicht böse. Du gesehen, ist ja schön. Ich gehe die Liste der Tests. Wie wär's mit Orangutan? Orientiere dich an denen. Ich kenn diesen. Oder war es ein Gorilla? Ich glaube, es war ein Orangutan. Wo so ein kleiner Affe kommt, dem Orangutan so eine Banane aus dem Mund stehlen will und der Orangutan den Affen gefühlt einfach zerquetscht. Hans. Okay, das heißt, das Ding wäre stark, das bist du nicht, okay. Ich bin erst so ein Kapuziner-Affin, oder? Du wärst die andere Seite. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung. Eine Überraschung? Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die... Zwei Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Ich wusste es doch. Max und Rory. Okay, es ist im nächsten Raum, gibt es Mardon. Jetzt hast du dich schon gespoilt, wer der Final Boss ist. Mann.
Hallo, oh Gott. Hört auf, mich zu schießen. Was macht das Ding? Ich muss gerade das Zitat nochmal raus. Hier. Der ersatzbare Soldat Nummer 220. Und der ersatzbare Soldat Nummer 312. Nein, das waren meine Lieblingssoldaten. Cool. Die von Just auch. Hi. Und Garados ist dein Lieblingsgastrolon. Ja. Ja, ist auch nein. Hör mal, darum geht, dass es sehr viele seltsame Derby-Pokémon-Zitate von mir gibt, wo ich einfach ziemlich dumme Sachen über Pokémon sage. So ja, was wie Marshall Garados. Ist an sich keine schlechte Idee, Garados mit Marshall zu spielen. Sollte vielleicht okay. Nicht Marshall Mega Garados sein oder Marshall Garados mit Drachentanz, aber. Okay, mir groß. Wobei ich jemanden kenne, der hat tatsächlich. Was war das? Yes, das. Ja, es ist. Das war wirklich ein lustiges Zitat. Was baue ich mir da überhaupt? Generell, wir haben zu dritt ziemlich gute Zitate. Was baue Nein, ich mir da überhaupt? Hi, ja, Defox, wie geht's? Wie steht's? Hi. Wo wir doch mittlerweile wissen, dass die Pillar Man für 9-11 verantwortlich sind. Los geht's. Irgendwas. Ach, genau. Was ich sage, ich hatte mal jemanden gesehen, der hatte, glaube ich, Kyure mit. Ich glaube, Wahlglas-Drachentanz. Oder war das Wahlglas-Drachentanz gespielt? Ich glaube, Wahlglas-Drachentanz. Was? Ja, ich kenn jemanden, der mal Wahlglas-Drachentanz Kyurem gespielt hat. Kann ich den kennenlernen? Ich weiß, es ist kein Garados, aber... Still? Es hat sogar funktioniert, das ist das Lustige. Was? Wie denn das? Ich glaube, er hat... Hallo. Ich glaube, der Gegner hat Abschlag eingesetzt und er hat auf den Abschlag Drachentanz eingesetzt. Oh. Da geht's hin. Fand ich sehr amüsant. Okay. Yes, ich habe noch so viel zu lernen. Ich muss den Typen kennenlernen. Ich habe eben seinen Meister gefunden. Was tue ich hier? Ich muss das mal raussuchen. Ich glaube. Ich suche das Video mal raus. Gut, ach, wie das bei dir eigentlich so, Brumpi? Was tue ich hier? Ich weiß es selbst. Ich habe mit irgendwas gebaut, aber ich kann damit nichts anfangen. Solltest du nicht vielleicht erstmal gucken, wo du überhaupt den Laser hinbringen musst? Wo ich was? Achso, das ist das Rätsel. Okay, ja, gut. Die Kamera abschießen. Das ist das Rätsel, das ist relativ einfach. Das ist einfach und ich bin dumm. Michi? Ja. Wie? Ich kenne diesen Vogel nicht. Moment. Oh, du schießt gerade ein bisschen. Warte, ich glaube, ich treffe die so. Ich glaube, ich treffe die so. Trifft es so nicht. Ich hab ihn getroffen, oder? Hab ihn getroffen? Nein. Das ist jetzt. Du weißt, dass du das so Würfel hast, oder? Ja. Der leidet doch das darüber. Ja. Willst du vielleicht den nutzen anstatt deine dämlichen Portale? Lol, ja, doch. Du musst es nicht tun, das war nur so ein Vorschlag. Doch. Willst du bitte dabei dich nicht selbst trösten? Kann ich versuchen.
Danke. Okay. Das, okay, das war auch nicht so schlau. Ja, warum einfach so umständlich geht, exakt. Ach ja, kein Lust. Oh, du lebst noch. Ja. Weil das durch Sterbe. Nee, weil einfach gesagt hast, das war nicht so schlau. Ja, das, was ich davor versucht habe, war nicht so schlau. Siehst du klar, das ist jetzt auch gut drauf. Das freut mich. Da sie noch ein sieht. Hallo, was für unkonventionell, der Typ denkt gar nicht! Ganz kurz, hi Elias, ich verstehe es, grüß dich. Du bedenkst wie immer unkonventionell. Das war voll unkonventionell. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich hab's gefunden, Max. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Ich schaue es mir nachher an. Immunität gegen jo, mach ich. Es sind sogar zwei Videos, weil es ist einmal ein Teambuilding-Video und der Kampf dazu, aber. Nervengifte? Nein. Ja, ja. Nein, Beruhigungsmittel. Bei Nervengift bin ich noch nicht. Komm mit hier. Schön, dass wir noch eine Stunde Zeit haben. Wir werden so viel Spaß haben. Welche Testkammer ist denn das jetzt eigentlich mittlerweile? Ich weiß es nicht. Kannst du nachschauen? Das musst du nachschauen. 17. Ja. 17. Ach. Schön. Okay, es fängt an, dass ich wieder da bin. Einfach keinen Plan vom Leben. Was macht das? Ach, da fällt mir ein. Die Tür auf mich hin. Ja. Dankeschön. Ach ja, ich werde vielleicht dieses Wochenende Port 2 Multiplayer durchspielen. Mit Vormask. Oh. Vormask, oh. Das ist cool. Oder zumindest mal anfangen. Na, mir dauert es noch ein bisschen und wenn ich dann soweit bin, ist es nicht Vormask. Ja, dann ist es so ein anderer. Das ist Bluesmask. Ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Ich dachte vor Blues. Wir gehen direkt darauf zu. Nein, Bluesmask. Nach all den Jahren. Sonst bist du ja vor Blues. Gedanken kommen mir die Tränen. Ich bin gleich wieder da. Tschüss, Michi. Also ich habe gerade Random 5 freigeschaltet. Genau für den bin ich hier. Du kannst auch den einen bestimmten Emote freischalten für ein paar Kanalpunkte mehr. Ich habe gehört, das soll unter ganz, ganz besonderen Umständen möglich sein. Überraschung! Geil. Überraschungen sind toll. Ist noch winzig und GLaDOS kommen. Ich mag Ü-Eier. Dunkel! Party! Überraschungsparty! Ich glaube, die magst du mehr. Clowns. Wir sind Clowns, oder? Ich hab gelogen. Das ist Tori. Und ich. Sie haben mich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie wollen würden. Danke. Das ist Stuhlschatz, ich kann ihn nicht mitnehmen. Das geht nicht, sorry. Das sind noch mehr. Sorry. Tommy hat sich verfahren. Ach, by the way, Ruby, das ist die Testkammer, die ich meine. Stuhlparty. Ja, das ist ein Stuhlfeiern. Spiel Spirit Animal Robot. Ja, den wir kurz. Okay, ja, wir haben dieselbe gemeint. Also, ja. Ja. Nee, ich überlege mir gerade ein Gesprächsthema. Habe ich denn heute schon Dailies gemacht? Ja, habe ich, richtig. Du hast mich nicht gratuliert. Ja. Und Spirit hat heute ein Vorstellungsgespräch bei... Bei keine Ahnung. Hat sich die Firma vielleicht mich gereiht?
getan? Nein, nein. XXL Lutz, ich hab irgendwas XXL Lutz gelesen. Was mit Leiner? Ich weiß nicht, ob das was. Lime. Ich hab keine Ahnung, irgendwas mit L. Das war nicht Ikea. Weiß ich? Ikea hat auch keine L im Namen. Ich hab random irgendwas von XXL Lutz gelesen auf Discord von Spirit, aber ich hab nicht nachgelesen. Aber das war's nicht, ne? Ich komm zurück und das erste, was ich höre, ist XXX Lutz. Das ist Product Place. Michi, hast du ein gutes Gesprächsthema? Was wäre dein gutes Gesprächsthema? Eins, welches circa 15 Minuten andauert. Das ist eine gute Frage. Eins. Ich sehe gerade. Nein, Ruby habe ich nicht. By the way. Mich hat genug Geburtsalkohol, weiß ich. Geburtstagsalkohol, nicht Geburtsalkohol. Nice shot! Geburtstag. Oh, er ist nicht instant wieder gestorben. Na, sind die Gans nicht super? Die Gans ist super, super. Fuck. Ah, und deswegen probieren wir das gleich jetzt nochmal. Ich glaube, ich kann das schaffen. Das ist der Punkt. Und was bringt's dir? Dass ich irgendwann da ganz drüben bin. Und was bringt's dir? Weiß ich nicht. Dass ich Gans umstoßen kann. Okay, passt mal auf. Du überlegst jetzt diesmal vorher, was du dir bringst, bevor du was probierst. Das so, du siehst doch da hinten diese geschlossene Tür. Diese Plattform mit der geschlossenen Tür mit sonst nichts drauf. Ja. Was willst du dort? Ich kann ja noch weiter nach hinten. Gut, was ist da hinten? Die Gun. Nein. Fast, aber. Eine Wand ist kein faster Gang. Gunne. Turret Gun, heißt ja nicht so. Ach, eine Gun? Ich hab einen Gang verstanden. Nein, kein Gang. Okay, das wird nicht funktionieren. Schön. Und diese Gun ist hinter einem Gitter. Kommst du da hin? Nein. Gut, was willst du da hinten? Keine Ahnung. Nichts. Komm schon, Brumm, wir sind kurz vor der Schlussfolgerung. Was ist die Erkenntnis aus der ganzen Sache? Es nützt nichts. Yes! Ja! Fein machst du das! Ich stelle mir jetzt gerade die Musik von Detective Conan im Hintergrund vor. Nein, 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 lass mich hinter dieses Ding. Lass mich hinter dieses Ding. Alter, ich habe keinen Plan. Ich hatte in keinem Raum so wenig einen Plan wie in diesem. Hat denn jemand gesagt, dass Protect nur eine Runde am Stück funktioniert? Zuverlässig? Bei mir funktioniert es auch häufiger. Ich glaube, die Chance wird, glaube ich, jetzt immer durch 3 geteilt, wie oft du es hintereinander ja einsetzt. Bei Prumpy wird. Protect hat 16 Uphill insgesamt. Wenn du halt. Ja, aber Prumpy stirbt davor. Ja. Das Tolle an Prumpy ist ja. Jedes Mal, wenn er mal nicht getroffen wird, wird ein Top-Gelesen-Bein eingesetzt. Richtig. Das ist seine Fähigkeit. Jedes Mal, wenn er jedes Mal, wenn er keinen Schaden bekommt, dann regeneriert er KP und AP. Das wäre super overpowered. Dann kommt einfach nur mit dieser Lucky Sound. Yes. Wo sind die Würfel hin? Hey, wo sind die Würfel? Stell dir mal vor. Nicht durch das Portal gehen. Stell dir mal vor, du müsstest sowas fangen. Das wäre anstrengend. Ah. Wie einfach so im Arena-Kampf wäre das eklig. So als letztes Pokémon vom Gegner. Ist so irgendwie bei einer Stahlarena, wo du nicht unbedingt was sehr Effektives hast. Ja. Scheiße. Und dann ist das der Swap, das Ding noch Agilität. Ja.
Irgendwann schon. Agilität und Doppelteam. Yes. Das ist wär's. Ich seh das Salz jetzt schon. Wie geht's? Ich schmecke es bis hierhin. Okay, Brumpi. Du hast die eine Möglichkeit. Ich hab's. Moment. Oh. Nice. Behalte ich beides so. Ich brauch bestimmt beide. Ach, da ist noch eine. Hä? Wo kommt der andere gerade hin? Hast du gerade eben da durchs Portal geschossen? Was? Der ist an die Wand abgeprallt und dann durchs Portal gegangen. Brauche ich mehr als die zwei? Nein. Okay, dann ich besser zwei haben. Wenn du jetzt noch auf den Knopf gehst, zerstören die sich die zwei selbst. Du kannst nicht mehr zwei Würfel haben. Gut. Außer du findest noch einen Schalter mit einem anderen Würfel. Gut. Wie rüste ich dieses Ding da hinten? Au. Nein. Ups. Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Irgendwo hin. Hauptsache nicht hier hin. Also ich habe Angst vor diesem Ding. Das ist ein Problem. Da hinten ist so ein Teil. Komm ich da rein? Ja. Es ist das. Was? Das ist eins von fünf? Ach, weil die anderen Dinge noch da sind. Aber wie aktiviere ich die anderen Dinge? Scheiße. Weil ich doch Portale habe. Nein, habe ich nicht mehr. Ich mache halt irgendwas gravierend falsch. Das ist nicht gut. Erwische ich die Turret? Ich glaube nichts. Was? Wir hören nicht dich nicht im Haus. Warum? Warum? Hört ihr mich nicht im Haus? Hallo? Weil Discord abgeschmiert ist aus irgendwelchen Gründen. Hallo, Discord ist zu. Das ist cool. Hallo, hört ihr mich wieder? Zufällig? Ja! Hallo, ich höre euch, ihr hört mich auch. Ja. Ne? Sehr schön. Ja, ich bin Torge übrigens, wie geht's, versteht's? Bube, wenn du irgendwann mal so etwas namens Star Wars gehört hast, solltest du wissen, dass du nicht im Laser reinrennen solltest. Ich mache das auch nicht absichtlich. Falls nicht, solltest du eigentlich als allgemein wissen. Falls du nicht wüsstest, solltest du es nach deinem Tod wissen. Ich mache das auch nicht absichtlich, tatsächlich. So, das heißt, wir werden jetzt wieder beim guten alten, was kannst du machen, was bringt es dir, Spielchen? Also, du hast immer noch den langen Gang voll mit nichts, nur mit dieser einen Tüte, die du nicht aufkriegst. Bringt es dir jetzt irgendetwas, dahin zu gehen mit den Würfeln? Nein. Richtig. Wie ich sehe, lernst du dazu. Ich würde gerne diese Turret töten, aber das... Ich kann diese Würfel noch aufmachen? Moment. Das töten sie doch. Das ist ein Würfel. Aber schaffe ich das, die zu töten? Nein, oder? Wenn du dir einen ordentlichen Schutz aufbaust, vielleicht. Wenn du dich einfacher anstellst. Nee. Chris,
Ich bin extra nicht mehr so sicher, ob ich's getan habe. Ja, geht das hier durch das Gitter durch? Ich glaube, ich hab's getan. Hm? Geht das durch das Gitter überhaupt durch, ja? Ja. Ja, so geht durch Gitter. Dann brauche ich doch einfach nur da vorne sein, oder? Ich werde sterben. Oh Gott, ich werde sterben. Oh. Es ist schon wieder Zeit. Ich glaube, es ist Zeit. Yes. Just, wie geht das? Mit dem Würfel. Mit dem Würfel und dem Laser. Hast du mal probiert, den Laser so hinzudrehen, dass du das praktisch parallel zu der hinteren Wand ist? Und dann einfach mit dem zweiten Würfel? Okay, deine Definition von parallel ist relativ interessant. Aber du weißt, was ich meine. Das Ding ist tot. Endlich kann ich Sachen machen, oh mein Gott. Nice shot! Ist okay. So, das kann ich machen, aber es ist dumm, dass ich die Portale überhaupt nicht nutze. Das heißt, ich muss die Portale noch irgendwie nutzen. Das war trotzdem eine sehr interessante Parallelität. Aber ist okay, du bist kein Industriemechaniker. Ich hab auch nicht unbedingt gehört. Ich hab halt gedacht, was ich selbst dachte. Ich hab gemacht, was ich selbst dachte. Du dachtest, was du selbst dachtest. Zitate. Weisheit mit Pumpi. Nicht schon wieder. Oh. Okay. Das wird nicht funktionieren, so wie ich denke. Du hast einen Reflektorwürfel, Laser, Portalflächen. Das selbst der Glas sein. Ja, ich dachte, alles, was ich dachte, alles Pumpi der Diebe. Aber wie? Yes. Schaffe ich das von da hinten? Das schaffe ich von da hinten. Oh Gott. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Gut. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Oh, er hat's. Die Eltern, die sie anrufen möchten. Jetzt muss wo noch? Legen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Das wäre so ein Max-Move eigentlich. Oh mein Gott. How to choke the game. Ja, hast du gut gemacht, Ruby. Du hast eine innere Uhr, eine innere Pumpe-Uhr. Danke, Chess. Ich meine, wir haben schon festgestellt, dass GLaDOS eigentlich nur eine Fusion aus Ruby, Time und mir ist. Die Frage ist, welcher Teil denkt sich welche Sprüche aus? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Die sind winzig klein darum. Ach da, hi. Ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. I would play. Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, warte, Ridley? Nicht Ridley. Bin ich über Smash? Ja. Oh, ja, ich seh's. Ich hab grad den Namen gesehen. Das ist okay. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Ich bin nicht mal sicher, ob man ihn so ausspricht, aber... Ich würde den Ridley aussprechen oder Ridley... Ja, keine Ahnung. Ich frage Google-Übersetzer, das hat immer recht. Mach das. Das mit schlaflosem Ausgang war zum Beispiel Sprüche. Komödie ist Tragödie ohne Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Danke.
Was? 19. Wheatley. Also man spricht den Wheatley aus. Wheatley, okay. Wheatley. Wheatley. Genau. Wheatley. Gib mir das Ding hier. Nein. Das erinnert mich an eine Geschichte von einem Kumpel. Er und eine Freundin sind, also er hat eine Freundin nach Hause gebracht nach dem Volleyballtraining. Hey. By the way, Dennis spricht er irgendwie so mit 30 aus. Kürzlich. Ja. Und er so mit 30, 40 km/h im Kreisverkehr. Ich glaube sogar 50. Ich weiß es nicht. Aber er ist schon durchgesegelt und sieht dann nur so Wheatley. Wheatley. Yes. Ich war bei Wheatley. Ich bin gerade wieder dumm. Ah, ist okay, es ist nicht das einfachste Rätsel. Das schwerste, aber das einfachste. Ich rede übrigens immer nur von Part 1. Schon mal, jetzt habe ich es mal aufgehört. Was ist Whitley? Yes. Klar, das ist einfach die Reinkarnation von Meta Ridley. Ja, da kann ich hinschießen. Da kann ich hinschießen. Das ist ja schon Wheatley. Da kann ich hinschießen. Das ist so, oh mein Gott. Da kann ich hinschießen. Jetzt ist mir auch ein, endlich mal, dass die Protagonistin hier Zeus und Samus ist. Ich wusste, dass das jetzt in Wahrheit Matt White. Mach mein Cube ist da unten. Moment. Moment. Ich kann da hinschießen. Also kriegen vielleicht doch Portal für Smash. Scheiße. Wir haben Portal es schon längst. Wir haben es schon längst, genauso wie Undertale für Smash. Es ist Woodley. Ich glaube, es sind bei Matterbuin. Ich dachte, es ist Sunbuin. Ja. Danke. Den habe ich mir komplett verdient, ich setze ein. Das ist eine 1. Ist jetzt irgendwas passiert, was cool ist? Nö. Wirklich? Ja. Was ist lame? Ja. Kannst du dir vielleicht noch? Auch da hinten das Ding triggern, theoretisch. Dann fährt das kurzzeitig hoch. Wie oft ist eigentlich schon mal etwas Spannendes passiert, wenn du eins von diesen Leuchtdingern mit einem. Da Race ist eine 1 davor. Ja. Was kommt nach 1? 2. Richtig. Ich muss jetzt 2 auch wieder zum Leuchten bringen. Theoretisch könntest du dir jetzt natürlich probieren, nach der 2 zu suchen. So nach dem Thema, nach der 1 kommt die 2. Da ist die 2. Es könnte natürlich auch sein, dass es in die andere Richtung geht und es jetzt eine 0 gibt und dann eine Minus 1. Da komme ich ja auch hoch. Aber ja. Da oben ist eine 2. Also wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich eher andersrum. Ja. Wie komme ich da hinten rein? Gar nicht. Ups. Wann gibt's denn eigentlich Portal nächste Woche? Weiß ich noch nicht. Ach, ist egal. Ich hab nächste Woche ja eh kaum Zeit. Oh, wow. Und ich sehe gerade, morgen ist der Draft da in der ASL. Ach du Scheiße. Nee. Warum denn so früh? Wo sind da noch die Gedanken? Denk Leute, dran. Was soll ich picken? Pescagon. Der ist leider gebannt. Fiyaro. Der war im Gespräch, ob der entbannt wird. Der war im Gespräch, ob der entbannt wird. Und Galak Flampivian auch, aber die wurden dann doch leider wieder gebannt. Tantra. Dafür.
Fiaro. Antrag. Er muss zählen. Ja, ich müsste zählen, aber ich kann nicht zählen. Fiaro? Sartu. Ich gerne picken, aber ich will auch. Ich will mir von meinem Magiespiegel wieder einwichsen. Yes. Das ist noch so ein Tag. Ich hab das jetzt beim First Pick, also das Pokémon, was ich als erstes picken will, und meine obligatorischen drei Evoliten-Pokémon im Team. Und Akai. Auf die ich Bock habe. Und Kotomi eigentlich. Weiß ich nicht, weil ich. Pick Coffin halt, take me later. Yes. Michi Pick. Gut, dass Karasu und Spirell nicht in meiner Liga sind. So. Ich lach so. Gut, ich hab jetzt Mehl. Unkonventionell. Ja? War es auch nicht so geplant? Alter. Aber ich hab's geschafft. Was mit mir? Galaxo ist auch. Galaxo? Mach gucken. Das Ding ist. Was? Ich könnte natürlich auch Kabu. Also, ich könnte Kabu Fala picken. Aber ich will Mew picken. Weißt du, was toll ist, Rumpi? Du hast noch nicht mal verstanden, was das Hauptgimmick hier in diesem Raum ist. Aber du hast schon zwei von diesen Würfeln. Ich hab drei? Ja. Drei. Drei sogar. Ist okay, es bringt nicht allzu viel, um das Hauptgimmick zu verstehen. Also, weißt du was, Ruby? Ich glaube, hier wird er doch länger sitzen. Ja. Denk mal nach. Gesprächsthema, ja. Cool. Hattet ihr schon mal eine Warze? Ja. Am Fuß? Ich hatte einen am ja. Fuß. Ich auch am Fuß. Ja. Das ist eigentlich immer der Fuß. Nein, komm zurück. Fuck. Fuck. Okay, hat mir das Gesprächsthema abgehakt. Ja, Michi, denk dran, wir haben noch Mario Kart 7 Race offen. Und Mario Kart 8, sobald du soweit bist. Richtig. Ich sag, hätte ich meine Original Mario Kart Cartridge noch, dann hätte ich euch fertig gemacht. Ja, wir können gerne Revanche machen. Das bringt mir halt einfach einen Scheiß. Wir machen eine Revanche gerne, aber denk dran, ich bin jetzt eingespielt. Ja. Okay. Er hat's aus Versehen herausgefunden. Es ist so lame. Er hat sich was dabei gedacht, aber hat's aus Versehen herausgefunden. Zwergi! Das ist der Yomo City. Grüß dich, Zwergi. Wie geht's dir stets? Hi, Zwergi. Hi. Was hast du gerade gesagt? Was hast du vergessen? Dass Puppi es aus Versehen herausgefunden hat. Nee, ich wollte irgendwas mit. Richtig, ja, wir können gerne eine Revanche machen. Ja. Denk dran, ich hab Zeit. Ich hab heute den ganzen Tag Zeit. Und die ganze Nacht. Ich mein. Es ist ja heute kein besonderer Tag, du hast heute eh nichts Besseres zu tun. Richtig. Mal gucken. Du könntest deine Eltern anrufen. Haben sie schon. Haben wir schon. Die Eltern, die sie anrufen wollen, lieben sie nicht. Bitte legen sie auf. Wie schade. Das hat nichts gebracht, das ist ja schön. Meine Mutter hatte mich angerufen, mein Vater hatte mich angerufen, meine Schwester hatte mich auch nochmal angerufen. Oh. Da haben mich alle angerufen. Ja. Das wollte ich nicht, aber das ist ein Cube mitnehmen. Ich sehe das sowieso nicht so ein.
Ruby, wenn heute nicht sein Geburtstag wäre, hätte ich das gar nicht gesagt. Okay, lass die Scheiße! Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ich brauche diesen Cube nochmal, Scheiße. Er hat es durch Zufall herausgefunden. Wie lame. Tolle letzte Worte. Jetzt habe ich einen Cube verloren. Fuck. Ist es schon wieder zeitlos? Soll ich noch warten? Ich glaube, du kannst es schon. Ach, Brille. Immer wieder. Ja. Ja. Ob er endlich heute noch bei Mackes ist? Nee, ist wieder beim Stuff. Oh. Er macht den Rubin und weiß nicht, was er bestellen soll. Er ist doch heute bei der Brotauswahl. Das ist wunderbar. Ja. Ich hätte doch hier den 30-Minuten-Loop nehmen sollen, jetzt muss ich drüber nachdenken, jetzt müsste immer auf es einmal draufpacken. Ja, ich vermisse Lügi auch. Hi Kaki, wie geht's? Ja. Fun Fit, ich hab diesen Soundtrack nicht durch Mystery Dungeon kennengelernt. Echt nicht? Nein, durch das Jaden-Video. Ach, stimmt. Ja, ich denke, ich will das Ganze etwas atmosphärischer gestalten und habe mir was passende Musik eingefügt. Kennst du den Cube? Denke. Guck mal, wenn du jetzt noch einen Cube hättest. Ja, ne? Da habe ich hab gerade den letzten Cube. Ja, aber der Cube ist so wie ein Traum. Der Cube hat Gula eingesetzt. Würde ich auch gern haben, Ruby. Ich bin übrigens am Ende ausgerechnet, wie viel Zeit ihr gebraucht habt, indem wir die Loops zählen. Oh. Ja, das ist Max Musik, die spielt der Ben, wenn ich mich dumm anstelle. Was wäre das hier? Ich mach das letzte Teil. Ich wünschte klar, dass würde, dass sie einfach mit dem Spiel abspielen. Hat er was gesagt? Ich verstehe ihn leider nicht, die Musik ist so laut. Wow. Ich muss, glaube ich, Rumpi-Leist lauter stellen. Ich glaube, du kannst die Musik stoppen. Ja, nice job! Wo ist er nur noch da hoch? So. Ich glaube, ich hab's zu früh gestoppt, oder? Ja, ich glaube auch. Max, du darfst wieder.
Wundervoll, ne? Das ist eine gute Entscheidung. Ganz 20. Ganz ruhig bleiben. Okay, er kann auch zählen, nee, geht's gut. Ich habe nur Timey vorgelesen. Nein, ich meinte ja auch Timey. Oh. Oh. Ich dachte, Max ist doch gemütlich, aber okay. Guck mal, ich mach nur das gleiche wie vorhin, ohne Rote zu. Wünscht hätte sich vorher überlegt, wie er die los wird. Ja, und ihr so? Guck mal, was ich hier habe. Ach, er hat drauf bekommen. Ah, ich gebe dieses Mal lieber auf Nummer sicher. Der stirbt doch irgendwie dumm. Okay. Okay, jetzt hat er's. Die Musik ist super. Ich habe über unsere Situation nachgedacht. Also gleich kommt er auf den Tor noch ein Laser. Und bringt ihn um. To be continued. Ich glaube, die Molle Laser. Yes. Wer stirbt am Laser? Gerne. Danke, Justin. Genau. Time to put the rest of the test card. Ah, ist der Film noch. Eine machen wir noch danach, das Team vorbei. Eine geht. Wie viel wäre das? Das ist jetzt Nummer. Wir haben es gleich. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht. Ach, das ist eine kurze Kiste. Das kann man das zwei draus machen. Nee, wir möchten ein bisschen früher Schluss machen heute. Es ist der 5-Minuten-Testkammer. Ich mach trotzdem 3/4 Schluss, das ist okay. ja, aber 20. Können wir bitte nach der nächsten Testkammer ist ein guter Schluss. Sagen wir es mal so. Na gut. 20 sind wir. 21 ist eine gute Zahl. Vertraue mir, von Profi. Ist die halbe. 21 ist die halbe 42. 21 ist die halbe Wahrheit. Nein, die halbe 42. Rumpi, was habe ich dir nochmal über zuerst umsehen gesagt? Wahrscheinlich gar nichts, aber sehe ich zuerst um. So, du siehst hier tödliche Laser und 3 Schalter. Ich sehe es nicht im Chat. Wer oder was war das? Sagst du, sobald okay. Du es im Stream siehst. Kari, danke für den Host nochmal. Wo ist die Brumbe-Testkammer? Was soll eine Brumbe-Testkammer sein? Das stelle ich mir schrecklich vor. Das ist nicht die Lösung, hör auf damit. Ich muss sagen, das kommt wirklich sehr gut auf. Also, falls das Gildenmeister viel langweilig wird, ich hab noch Never Gonna Give You Up. Ich Twitch mag diesen Dreck nicht.
Twitch hasst diesen Trick. Ja. Ich hätte auch gerne eine Gummizelle mit tödlichen Laser, extra für Brumpy. Falls du probierst, so einen Stern daraus zu formen, das funktioniert nicht. Leider. Hast du es probiert? Oh. Nein. Aber ich gehe davon aus. Oh. Naja, vielleicht kannst du hier irgendwie Sator beschwören oder so. Ich glaube aber nicht. Eine Mod in der. Eine Portal-Mod, in der man Satan beschwören kann, der einen dann das, den dann die Testkammer löst. Eigentlich sollte er dafür nicht so lange brauchen, also ich warte noch ein bisschen mit der Musik. Eigentlich ist ein gutes Wort. Auch wenn eigentlich kein Wort ist. Naja. Wie soll ich sagen? Pumpi hat häufig seine eigenen Lösungsansätze, was sowas angeht. Das stimmt. Ich erinnere an Dark Souls. Ja, das hier zum Beispiel, das wäre einer seiner eigenen Lösungsansätze. Ich weiß zwar nicht ganz, was das soll, aber es ist einer seiner Lösungsansätze. Cool, und ich sehe gerade nichts. Nice. Okay. Du hast jetzt 3 Sekunden Zeit, diesen Würfel da hinten wegzumachen. 1, 2. Du hast dich vorhin wegzumachen, oder? Doch. Okay, gut. Delay, ich lasse es zählen. Danke. Zentral das Portal kommen lassen. Na? Zentral das Portal kommen lassen. Zentral das Portal kommen lassen. Was zentral das Portal kommen lassen? Oh Gott, das ist hell. Oh mein Gott. Das war. Dann. Diese Testkammern sehen richtig besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. 89.000. Bitte wissen. Allen Überflüssigen trennen. Ich frage mich, wie lange es gedauert hätte, wenn ich dir nicht gesagt, dass du das so schleunigst wegbewegen sollst. Ein bisschen. Okay, letzte Testkammer für heute. Habe ich eine Überraschung für dich. Yes. Eine Überraschung. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche, wie die letzte. Eine echte Überraschung. Ist eine Superkammer. Mit tragischen Konsequenzen. Echtem Konfetti. Konfetti? Hatte ich vorhin auch schon. Die letzte Tüte. Party. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Echtes Konfetti, wenn es jetzt noch echte Luft geben würde. Okay, erst umsehen, sagt Max. Erst umsehen, sagt Max. Da oben ist ein Button. Hallo, oder? Toll. Ich halte mich zu das, was Max sagt. Ich löse jetzt mit Max Intelligenz diesen Raum. Scheiße. Sterben oder runterfallen sind allerdings nicht so mein Plan. Ich habe gesehen, dass das, was ich fordere, nicht funktioniert. Ich habe es mit einer anderen Kamera verwechselt. Du kennst das Spiel ja gar nicht im Loop. So, was machst du? Schalterzeug. Cube. Ein Cube. Welcher dich entkommen konnte. Warum geht das nicht? Weil es keine Wand ist dafür. Das ist eine schwarze Wand. Bumpy, du spielst das Spiel schon letzte Zeit mehreren Stunden. Du sollst mittlerweile die Wandfarbe unterscheiden können.
Schwarz und Weiß sind keine Farben. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Ich weiß nicht. Wo ist rausgefallen? Du bist ein Arsch. Du sagst, das ist eine tolle Kammer. Oh mein Gott, du willst nicht spenden, aber echtes Konfetti. Cooles Konfetti, die letzte Tüte davon, ja, sie ist freundlich. Hi. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Ja, wohin? Oh mein Gott. Lauf, ich schließe die Tür. Lauf! Nur nochmal zur Erinnerung, wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich hinter dir habe. Wir deaktivieren ihre Stromproduktion, deaktivieren wohin ihre Stromproduktion und dann treten wir gegen die. Ich laufe einfach nur. Los, Gregor, dann. Wir Ende von Portal 1. Los, los. Hi. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Also ich weiß nicht, ich finde, er hat seinen Job gut gemacht. Ich finde, das klang wie eine Sprache, mit einer, mit der ich absolut nichts zu tun haben möchte. Was? Wie dumm hält ihr uns eigentlich? Hey, los, komm, ich seh dich nicht mal, Freundchen. Es ist das nichts. Es ist das komplette Nichts. Das ist aber tot. Das steht überhaupt nicht, ich hau nicht rein. Ist das dasselbe wie gerade eben? Bin ich gerade irgendwie Game Over? Nein, das ist, geht weiter. Okay. Hallo. Hallo. Junge. Alter, er tankt einfach. Ruby, das ist unser Tank. Er rennt einfach durch. Ein wenig unkonventionell. Nein, gerade machst du mich wirklich stolz. Das ist unser Tag. Ich weiß wohl, wo ich hin muss. Du hast vorhin den richtigen Weg gefunden, aber du hast einfach alle. Einfach durch alle bist du durchgelaufen. Mir geht's gut, super, los! Mir geht's gut, ja. Schön. Hier lang. Ich laufe hier hin, danke. Alles gut. Alles doch locker flockig, chill. Oh, übrigens, genau deswegen wollte ich, dass du noch die nächste Testkammer machst. This was my death. Ich hab mit 6 Wut, so 7 Wut, Alter. Ja. Hier lang, hier lang. Wir schießen mich nicht wieder, bist du klar. Ah, selbst ein Tank muss man mal angreifen. Richtig. Selbst ein Tank muss mal angreifen. Halteras hassen diesen Trick. Da hilft nur ein Final Game. Ich bin Fahrstuhl, ich bin Fahrstuhl. Hoffentlich mal Halteras mit Final Game. Alles stirbt. Welche andere Seite? Ich kenne keine andere Seite. Hallo. Bin ich frei? Ist das Spiel vorbei? Alter, das ist Ablay-Tip 3%. Stimmt. Yes. Kein Kuchen, kein Konfetti. Fuck, voll. Alter, eine 7 Wut. Keine 6 Wut mehr. Jetzt wäre übrigens ein Beispiel, das Zeitpunkt aufzuhören. Jetzt ist ja voll das Cliffhanger-Ende, ist ja voll beschissen, aber okay. Dann hören wir hier auf. Nein, alles gut. Speichern, habe ich gehört. Neuer Speicherplatz. Speichern. Kratzi. Sie hat uns entdeckt. Lauf! Ich habe gespeichert, aber das hat erfolgreich funktioniert hier. Er muss jetzt. I don't know. Das muss haben. Jetzt im Hauptmenü. Verlassen. So. Dann, meine Damen und Herren, wen kann ich denn raiden? Das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Der Cliffhanger war gewollt, ich weiß. Ich mag keine Cliffhanger. Blues, Horry wird bald aufhören, Scully. Ja, bei Portal, natürlich zu Blues, oder? Hab ich keine große Wahl.
Kann das sein? Technisch gesehen ja, moralisch gesehen auch ja. Dann schicke ich euch zu blödes Moment. Dann, der nächste Stream ist am Sonntag um 18 Uhr Mystery Dungeon. Wann das nächste Mal Portal ist, weiß ich noch nicht, aber irgendwann. Oh, bin ich dabei übrigens. Das ist sehr schön. Wade Bluesbow und ja, macht den Wade noch irgendwie mit und man sieht sich vielleicht irgendwann mal wieder in 3, 2, 1. Ciao. Da sehen wir uns wieder. Ja, schau, es in drüben, wo es ist. Und damit beginnt der Coverbus. Grüezi! Hey, Brumpi! Danke sehr. Dankeschön für den Raid, ein Hype für Brumpi!